Hallöchen. Ach. Ach, irre. Ach, das ist ja irre. Hallo. Na, dankeschön für den Raid. Hallo, Irra und Co. Hallo, Lilith. Was ist los? Was geht? Haben wir eigentlich letztens schon ein Epic geguckt? Seit Donnerstag? Muss mal kurz gucken. Ach so, okay, verstehe. Willkommen. Warte, ich muss mal kurz gucken. Free Games, Witch It und Ghostwire Tokyo, aha. Ja, weiß ich nicht. Witch It, ja, das wäre was für Dings gewesen, für Halloween. Weiß ich nicht. Multiplayer Hide and Seek, aha, aha. Ja. Macht ihr jetzt Abendessen, macht das so. Fein Happa Happa machen. Und Ghostwire, bla bla bla, bla bla bla, explore brand new Singleplayer Content. Ich glaube, das ist nichts so für mich, oder? Dankeschön. Und guten Hunger dir. Ja, ich hol's mal. Keine Ahnung. Epic Flashbang. Und was habt ihr so gemacht überhaupt? Was habt ihr so getan? Wir werden gleich in Witcher reingehen, natürlich. Wie könnte es sonst anders sein? Genau, ich starte schon mal Steam. Ich öffne schon mal die Dose. Auch wichtig, oder? Glaube ich. Drova sagt mir eher nichts. Pixeliges Adventure, Gothic-like, okay. Aha. Pixeliges Adventure klingt erstmal ganz gut, aber ich hab's jetzt nicht vor Augen. Warte mal, ich such mal. Drova. Forsaken Kin. Ah ja. Okay. Overwhelmingly positive. Oha. Ach ja. Ich bleib bei meinem Witcher. Ah, ist das so ein Spiel, das einen einfach fertig machen will? Naja. Wenn man da wenigstens noch mit Skillen irgendwie was machen kann. Wenn es einfach nur random ist, ist es ein bisschen blöd. So, das ist das. Ich glaube, ich werde dann auch gleich mal rübergehen. Ich habe da schon mal Wasser hingestellt und so. Gucken, ob ich Hunger kriegen werde. Ich habe jetzt nicht allzu viel Abendessen gegessen. Dafür umso mehr zum Mittag. Ja, ich hält das ja noch eine Weile an. Ich hätte eigentlich noch einkaufen gehen sollen. Ich war heute bei meinen Eltern. Wollte davor eigentlich noch, dachte ich mir so, kaufe ich vielleicht noch kurz ein. Jetzt war hier kurz im Supermarkt. Mit dem Auto ganz schnell rüberfahren. Alter, der Parkplatz war sowas von übervoll. Da waren einfach negativ viele Parkplätze frei. Jetzt zwischen den Feiertagen oder zwischen Feiertag und Sonntag. Und Leute komplett bekloppt, ey. Bin ich einfach wieder umgekehrt. Einfach keinen Parkplatz gekriegt. Ich hatte auch keinen Bock, mich dann irgendwie wegen zwei Brötchen da, keine Ahnung, eine halbe Stunde anzustellen. Ja. Lehrer, das ist was? Muss man da auch noch die Schulbank drücken? Das ist ja, nee, das wollen wir nicht. Wird ja noch Bildungsfernsehen hier. Sowas möchte ich hier nicht. Ich gehe schon mal rüber. Wenn wir da gleich weiter quatschen.
Mehr Geld abdrücken. Ach so. So einfach Kreditkarte zücken, um zu gewinnen. Ah, Kappa. So, bis gleich. Ich hoffe, ich habe soweit. Ansonsten alles. Bis gleich. Mach mal kurz Küche und ich mach kurz schon mal Spiel starten. Lalalala. Hallo Markus. Und guten Abend. Wie ist es denn so? So, und irgendwie gefühlt jedes fünfte Mal fragt mich der CD Projekt Red Launcher, ob ich denn einen Account anlegen will. Hier. Oh, muss noch umstellen. So. Gut. So, wo waren wir? Oh ja, wir sind nach Skellige übergeschippert. So versammelt. Richtig. Oha, vielleicht kriegen wir noch mal eine Zusammenfassung. Achtung. Wie Jennifer von Wengerberg gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Explosion gekommen. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Mhm. Okay, kurz und knapp. Wir sind quasi gestrandet. Zum Glück am richtigen Ort. Ja, so ist das, genau. Und hier haben wir das Ende des Königs noch gerade so mitbekommen. Die letzte Fahrt, ey. Ja. Begib dich in Yennefers Gemächer und kleide dich formell. Das können wir prinzipiell machen. Triff dich beim Eingang zur Burg, Kehr, Trolde mit Yennefer. Ja. Prinzipiell ja. Die Frage ist, wollen wir direkt damit weitermachen oder wollen wir erstmal anderen Blödsinn machen? Such beim Obelisken nach einem Diebeslager. Wir haben uns hier noch überhaupt nicht umgeguckt halt, ne? Oder wir fangen damit mal an. Boah, das ist echt Hauptquest, ne? Und dann wird sich schon irgendwas ergeben. Auf Fremder. Jeder! Was? Hallo. Ja. Selber Heda. Ja, Moment. So. Wo müssen wir denn da überhaupt hin? Ich bin hier auf dieser Insel noch ein bisschen lost. Okay, na gut, machen wir das mal. Er hustet mich hier an. Was war? Betrunkene gibt's hier also auch. So. Wo willst du hin? Ich will zum Leichenschmaus. Hilfst du einem Mann in Not? Warte mal, hier ist ein Ausrufezeichen. Das kann ich nicht so lassen. Wer ist denn der komische Kauz? Tut mir leid, dich zu belästigen, aber ich habe keine Wahl. Was ist denn? Worum geht's? Mein Schiff ist beim letzten Sturm auf die Felsen aufgelaufen. Unseres auch. Ich habe alles verloren. Wie soll ich dir da helfen? Ich hab nicht mal das Geld für die Heimreise. Und mit jedem Tag Verspätung bin ich näher am Bankrott. Ich hätte mir denken können, dass es um Geld geht. Willst du also einen Kredit oder Almosen? Ich werde es dir bis auf den letzten Kopper zurückzahlen. Mm. Ich schwöre, du musst mich nur in Novigrad besuchen. Na, wenn er schwört, 150, ja, komm. Gut, ich helfe dir. Ich bin oft genug in Novigrad.
Da komme ich mal vorbei und schaue, wie deine Geschäfte laufen. Danke. Du findest mich im Hafenviertel. Johann Bohner heiße ich. Der Bohner. Also. Okay. Nun gut, dann haben wir zumindest einen Grund, mal wieder nach Novigrad zu gehen. Hallo. Ah ja, ach, guck. Richtig schön. So, erstmal ausmachen hier. Das ist ein Sicherheitsrisiko. So. Ja, warte mal. So. Viel besser jetzt. Wenn derjenige nachher zurückkommt und merkt, dass das Feuer aus ist, dann ja. Ah ja, ist ja richtig groß hier. Oh. Sogar jemand zu Hause. Hallo. Mehrere. Rumschnarchen. Was haben die denn hier so Schönes? Ein Fläschchen, ah ja. Gut. So. Ich hoffe, die sind froh, dass ich sie vor dem sicheren Feuertod gerettet habe, oder? Haben die da oben eigentlich eine Schnellreise-Location? Ja. Das ist ja praktisch. Da müssen wir nicht den ganzen komplizierten Weg machen. Oh, schon wieder ein Ausrufezeichen. Freya, sei dir hold. Hör mal, Hexer. Wir haben ein Problem mit Muire Diablen. Du weißt schon. Nee. Ertrunkene. Ach so. Das könntest du mit deinem Silberschwert bestimmt lösen. Die treffe ich am laufenden Band. Lass mich raten. Sie zerreißen euch die Netze, fressen euch die Fische weg und greifen gelegentlich einzelne Bootsleute oder späte Tavernengäste am Ufer an. Wenn's das nur wäre. Die Biester in der Bucht sind schlimmer als die auf dem Festland. Sie jagen von früh bis spät. Oh. Sie greifen Fischer ebenso an wie Krieger. Das Meer spuckt sie irgendwann wieder aus. Rüstung ruiniert, Eingeweide gefressen. Seltsam. Gibt es Zeugen? Meinen Lehrling Rurik. Der war auf einem Boot, das die Muire Diablen angegriffen haben. Und Toves Mann wurde getötet. Sie lebt in der Nähe, ein Stück rauf. Sonst fällt mir leider niemand ein. Wer den Biestern begegnet, legt selten wieder Heile an. In Ordnung. Ja, gegen eine Belohnung könnten wir da natürlich was machen. Vielleicht. Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Etwas zu bescheiden für meinen Geschmack. Kennen die doch gar nicht. Ach doch, jetzt schon. Na gut. Ja, nicht, dass wir es wirklich nötig hätten, ne? Das ist ein bisschen reichlich, Meister. Was? Ich kann auch noch mehr. Ganz schön teuer, aber das ist es wohl wert. Gut, ich zahle dir, was du haben willst. War jetzt kein sonderlich happiger Bonus, aber gut. Ich übernehme. Jetzt, ich kann gerade nicht, ja. Mit Ertrunkenen hatte ich schon oft zu tun. Es ist bald vorbei, mein Wort drauf. Ja. Kann sich nur um ein paar Wochen handeln. Achso, ich wollte ja eigentlich hier. Bin ich ein bisschen froh, dass wir nicht jedes Mal hoch und runter laufen müssen. Hier. Ach so, scheiße. Yennefers Gemächer sind aber woanders, fuck. Warte mal. Ah, Bo. Okay. Ja, hätte ich mal nichts gesagt, ne? Kommen wir jetzt einfacher von hier unten oder einfacher von da oben? Dorthin, weiß ich nicht. Morgen hat meine kleine Nordung gebrochen. Guck mal eben. Ich hab dich im Blick. Ich muss mich hier noch ein bisschen zurechtfinden. Was ist das für eine Tröte, Mann? Können wir eigentlich... Nee, Plötze? Nee. Plötze können wir nicht spawnen. Ich hoffe, das geht aber jetzt nur in dem Tunnel hier nicht. Oder vielleicht generell auf diesen schmalen Wegen. Ach, hier geht's. Okay. Naja, aber es ist nicht mehr weit, glaube ich. Ah, jetzt laufe ich einfach einen Weg wieder zurück, weißt du? Oh. Hey da! Komm und sieh dich um! Ich hab blöd gemacht.
Oh! Peter! Egal, Lehrgeld. Wo führt der mich denn hier? Na gut, vielleicht nehme ich doch Plätze. Komm mal her. Wo führt mich das Navi denn hier? Navigrad. Rumtreiber. Ja. Ist das genau das Schild, wo ich eben war? Was denn? Oh Mann, hoffentlich hat das keiner gesehen, ey. Warum nicht zum Teufel? Wenn du einen Mautreffer kriegst und sich die Heringe in deinen Gedärmen verfangen, hast du keine Chance. Was ist das? Ah, hier, guck. Auch Fremdländer dürfen es gern versuchen. Ruhm und Ehre reichen überall hin. Ja, wir sollen aber hier irgendwo. Hier können wir auch wieder kämpfen. Oh, guck mal hier. Ach ja, hier. Das ist der Leichenschmaus schon. Bleiben einfach hier. Solche wie dich kenne ich. Gefangene ist es. Jeder Falle rausfindet? Das muss Jens Zimmer sein. Sie hatte es immer schon geräumig und luxuriös. Oh ja. Kann man nichts sagen. Was haben wir denn hier? Vergiftete Quelle. Die vergiftete Quelle von Tissaia de Vries inspiriert sie noch immer. So, so. Hier haben wir auch die Kiste, oder was? Boah, hier geht's einfach noch weiter, oder was? Alter. Nicht schlecht. Hier ist das Lager. Ah, ja. Cool, cool, cool. Boah, theoretisch könnten wir irgendwas ablegen, aber... Ja, wieder ziemlich beladen da. Okay. Was ist das hier? 100 plus 144 relativ zu was? Zu unserem Schwert? Nee. Vielleicht relativ zu unserem Dings. Der Armbrust als zweite Waffe oder was? Hallo, Zeo. Guten Abend, hallo. Einhorn? Das ausgestopfte Einhorn. Sie hat es repariert. Was? Na, warum nicht? Hier ist noch was. Wie hat sie nur die ganzen Klamotten hergebracht? Sie muss ja ein ganzes Schiff damit beladen haben. Wie üblich. Schwarz-weiß. Gut, 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 gut. Volles Einhorn. Lamarie. Sogar bei geschlossenem Deckel riecht sie nach Flieder und Stachelbeere. Geschmäcker ändern sich nicht. Hab ich eigentlich schon Hallo Markus gesagt? Jennifers Tagebuch. Ja, weiß ich nicht. Der Gedanke, einen Genius zu fangen, beschäftigt mich immer häufiger. Seine Macht zu nutzen, damit könnte ich vieles erreichen. Der Foliant von Amos war sowieso, hat bestätigt, was ich schon lange vermutet hatte, nämlich, dass es trotz meines vorherigen Scheiterns wahrhaftig möglich ist, einen Genius zu zähmen. Laut war sowieso, lassen sich die Schwierigkeiten überwinden, ein solches Wesen seinem Willen zu unterwerfen. Ihm ist es zumindest gelungen. Leider heißt das nicht, dass ich genauso wie er vorgehen kann. Jeder Genus ist anders. In jedem einzelnen Fall ist ein unterschiedliches Vorgehen notwendig. Ich verfüge über mehr Erfahrung als alle anderen Lebenden, um solche magischen Rätsel lösen zu können. Wenn Geralt sein Talent mit wildem magischen Wesen fertig zu werden einsetzen würde, fänden wir vielleicht einen Weg. Das Problem ist nur, dass wir erst einen Genius finden müssen. Das alleine ist schon schwer genug. Hatten wir nicht mal einen gefunden? Ach so, okay. Ach so. Okay, das habe ich verdrängt.
Hier noch ihr Megaskop. Ohne geht sie wohl nirgends hin. Wie sagte Philippa Eilhardt, Megaskope und Zahnbürsten sind höchst private Dinge. Das kann man so sehen. So, haben wir hier... Ah, hier, guck. Und dann... Eleganter Schild. Sie, die da weiß, haben wir auch schon gelesen. Right, dann sollen wir uns direkt mal umziehen. Guck mal, was haben wir denn hier so schönes? Elegantes Hemd. Und Tunika. Ja, ich glaube, die Hose hatten wir schon mal. Nehmen wir mal die. Wow, okay. Und wie sieht das hier aus? Gleiche in grün, hätte ich jetzt fast gesagt. Eher in rötlich, bräunlich. Das ist mir ein bisschen zu knallig. So, oder? Festliche Pantoffeln. Oh. Gut. Also, immer würde ich das nicht tragen. Aber was tut man nicht für seine... was ist Jennifer eigentlich für mich? Das ist eine gute Frage. Naja, Oberteil geht so. Ist okay. Sind jetzt hier alle begeistert. Hast du den Kater besiegt? Hier gibt es nichts für dich. Ja, wir gehören hier einfach nicht hin in dieser Wow, in dieser Kluft. Hat er einen Helm auf? Ist blass. Gestern auch gesoffen. Na gut, und jetzt? Jetzt aber, jetzt können wir, glaube ich, wirklich Schnellreise machen, oder? Richtiger Krieg. Wenn wir da nochmal hinkommen. Habe ich es jetzt markiert? Ich glaube jetzt. Naja, geh irgendwie einmal um die Ecke. Freunden zeigen wir das Herz. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Muhme. Was? Muhme, was? Muhme, hör auf. Sag nicht so. Da. Ich sehe schon wieder Fragezeichen auf der Map. Wie ist das passiert? Bran war ein großer Herrscher. Er verdient einen würdigen Nachfolger. Du hörst dich an, als hättest du schon jemanden im Auge. Dass Gellige keine Erbmonarchie besitzt, ist das größte Problem. Jeder Emporkömmling kann zum König gekrönt werden und das Vermächtnis seines Vorgängers zerstören. Der König der Inseln hat eher symbolischen Charakter. Und auch das sollte sich ändern. Wir brauchen heute einen starken Herrscher mit echten Machtbefugnissen. Hallo. Hey, na, ich bin übrigens Geralt. Ich bin Geralt, ein Hexer. Birna, Königin von Skellige. Sehr erfreut, doch bitte entschuldige. Die Pflicht ruft. Du hast also deine eigene Kleidung gewählt. Du weißt aber hoffentlich, dass wir zusammen wie Spitzenrüschen auf einer Streitaxt aussehen. Eigene Kleidung? Jeder hat seinen eigenen Stil. Eigene Kleidung? Hä? Ach, schlucken wir mal. Ich hasse solche Anlässe runter. Wir sollten uns unters Volk mischen, bevor alle betrunken sind. Dann sagt keiner mehr was Vernünftiges. Das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was Krach will, aber wir sollten einen kühlen Kopf behalten, wenn wir ihn treffen. Ich trinke nichts. Warum sollte ich meinen Verstand in so einer angenehmen Gesellschaft vernebeln? Der Questpunkt war doch weg. Willst du mir den ganzen Abend Komplimente machen? Nein, ich werde nur sagen, was ich denke. Ich dachte, der Questpunkt war weg. Da dachte ich, ja stimmt, die passen nicht wirklich. Naja. Vielleicht war es auch schon erledigt, indem ich sie genommen habe, die Sachen. Ist ja auch egal. Ob er so stark ist, wie er aussieht. Und? So, geht zur Totenfeier. Gut. Brot, Schafskäse. Unser Wagen ist voller Beute, die wir den Schwarzen abgenommen haben. Wir haben auch Wein aus fernen Melitele-Tempeln. Geralt, da ist etwas, was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte. Erzählen. Dein Bart. Warum lässt du ihn wachsen? Weiß nicht so recht. Hm. Muss schon sagen, er steht hier. Aha, ja.
Dame Yennefer, mein Herr. Sei gegrüßt, Arnwald. Mein Begleiter ist Geralt von Riva. Ist mir eine Ehre. Schön, dich kennenzulernen. Ja. Die Ehre ist ganz meinerseits. So viele Gäste. Sie sind hier, um dem König die letzte Ehre zu erweisen und um zu sehen, wer Anspruch auf die Krone erhebt. Wir wollten mit Krachan Kreid sprechen. Der Jarl wird bald zu uns stoßen. Er hat euch einen Ehrenplatz am Tisch zugedacht, direkt neben seiner Tochter Ceres. Folgt mir bitte. Hier sind unsere Plätze. Ich habe darum gebeten, wollte den berüchtigten Hexer Geralt treffen. Wir sind uns schon begegnet. Vergessen. Das ist ewig her. Chalmer und ich waren noch Kinder, als du unseren Vater zuletzt besucht hast. Doch jetzt zu den Mitfeiernden. Ich habe die zweifelhafte Ehre. Das ist Halbjörn, Sohn von Holger Schwarzhand. Moin. Blaujung Lugos, Erstgeborener von Lugos dem Irren. Und der mit dem Stockfisch ist Ottrick Anhinder. Er wird schon wieder geweint, wie überall. Ihr seid alle Jarlssöhne. Ist das jetzt eine Beleidigung, oder? Und wie war dein Name? Ich hab vergessen. Entschuldige, ich erinnere mich an unser Treffen vor Jahren, aber deinen Namen weiß ich nicht mehr. Ceres an Kret. Ihr Vater Krach und ihr großer Bruder Chalmer nennen sie auch Sperber. Sie ist eine Jarlstochter, was ihr enorm viel bringt. Ceres ist neidisch. Denn wer von uns die größte Tat vollbringt, wird zum König gekrönt. Wir wissen doch alle, dass Taten nur Nebensachen sind. Unsere Väter bestimmen, wer die Krone bekommt. Was meinst du, worüber sie mit Krach gesprochen haben? Du redest so, weil du weder stark bist noch Talent hast. Weißt du noch, als Chalmer uns alle zu einem Rennen auf den Berg herausgefordert hat? Du hast nicht mitgemacht. Als er seine Axt als Zeichen des Siegs in den Baumstumpf gerammt hat, hast du dir am Feuer deine Hühnerknochen gewärmt. Hatte meine Gründe. Aber ich hätte gewonnen. Und auch jetzt würde ich gewinnen. Wo du ihn gerade erwähnst. Chalmer ist nicht hier. Mein Bruder geht seine eigenen Wege. Aber wegen des Rennens. Warum wiederholen wir das nicht? Ich schlag euch alle und den Hexer auch. Was? Und wenn ich ihn bezwinge, wäre das eine große Tat. Macht ihr mit? Wenn der Hexer mitmacht? Geralt? Müssen wir dann verlieren? Also mache ich sowieso, aber ja. Ja, ja. Gern. Wie sind die Regeln? Wer Chalmers Axt aus dem Baumstumpf auf dem Hügel zieht, hat gewonnen. Wer den Weg verlässt, hat verloren. Das kann ich. Und ich hab schon fast gekotzt vor Langeweile. Los geht's. Ach, jetzt sofort? Okay. Einige Zeit später. Ja, offenbar. Ihr müsst von hier aus die Spitze dieses Bergs erreichen. Dort seht ihr einen Eichenstumpf, in dem Chalmers Axt steckt. Wer sie zuerst rauszieht, hat gewonnen. Ich bin bereit. Ich nicht. Rennt los, wenn ich ins Horn stoße. Ach so, so ganz so selber laufen. Okay. Zumindest keine Ausdauerprobleme hoffentlich. Im Gegensatz zu Pferd. Siege. So. Hier so. Oi, 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 oi. Oh Mann. Oh boy. Schnell, der Axtkopf. So, uah. Ich soll jetzt aber nicht irgendwie absichtlich langsam machen oder so, ne? Besiege Ceres. Okay, das ist die Aufgabe. Besiege. Ich weiß nicht genau, was es dann bedeutet, aber okay. Alter, Alter, wir sind aber ganz schön agil, du. Oh, komm schon. Oh. Nicht schwächeln. Ich kann auch plötzlich spawnen, aber dann sind wir, glaube ich, langsamer. Vor allem das mit dem Klettern ist dann ein bisschen schwierig. Hier, oder was? Aha. Gewonnen, aber nur um Haaresbreite. Spielt keine Rolle. Man gewinnt oder verliert. Und ich habe verloren. Gehen wir zurück zum Leichenschmaus.
Ja. Wow. Ich sehe, der Leichenschmaus ist schon in vollem Gange. Hab euch nicht mehr gesehen. Wer hat gewonnen? Ich hab verloren. Gegen einen Hexersperber. Hätte jedem von uns passieren können. Schluss mit dem Geschwätz. Trinken wir. Auf Ceres. Met und einen Krug für den Mann. Auf Bran. Möge es ihm im Jenseits an nichts fehlen. Auf meine wunderschöne Begleiterin. Es war nett mit euch. Leider müssen wir jetzt weiter. Was? Wirklich? In der Tat. Wir müssen reden. Nicht hier. Hinter dieser Tür sollst du alles erfahren. Ach, entschuldigung, wir haben doch noch gar nichts gegessen. Ach, hier ist ganz viel los. Die Hühner laufen noch rum, werden einfach geschlachtet, wenn es gebraucht wird. Wo hast du das gehört? Zum kalten, fernen Ufer muss ich fahren. Zusammen das finstere, weite Meer werd ich fahren. Dann lasse dich da sein. Oh, Entschuldigung. Das finstere, weite Meer werd ich fahren. Schlicht der Ungeziefer auf meine Insel. Moment, wo müssen wir überhaupt hin? Meine Königin soll ihren König auf seiner letzten Reise begleiten. Sie ist krank aus, finde ich. Gezähmte Bären. Ja, krass. Keller sind bis unter die Decke mit den besten Meter Inseln gefüllt. Darf ich vorstellen? Geralt von Riva, ein Hexer. Geralt, das sind Yaldona Anhinda und Yalugos der Irre. Irre. Lugos einen wow. Irren zu nennen, ist eine Beleidigung für alle Irren. Er ist ein gewöhnlicher Ziegenficker. Nenn mich noch einmal Ziegenficker und ich schlag dir den Kopf ab, steck ihn auf einen Spieß und piss in deinen Hals. Genug. Das lernen wir hier und jetzt. Jetzt machst du mir aber Angst. Ich scheiß mir in die Hose. Steck das lieber weg, bevor du dir noch selbst wehtust, oh, oh. Du Fixer. Also, was geschieht hier? Ich dachte, die Skelliger hätten während der Festlichkeiten einen Waffenstillstand. Ich kenne die heiligen Bräuche, aber ich werde nicht kampflos zusehen, wie Lugos Hindasfjall überfällt. Vor dir hat keine Angst, Dona. Schon bald werde ich deine Priesterinnen ficken, aus deinem Krug trinken und auf deinen Tisch scheißen. Kannst die Kerzen für mich brennen lassen. Der Kaiser wäre hoch erfreut, euch zanken zu sehen. Die kaiserliche Hoheit kann gerne vorbeikommen. Soll er doch hersegeln. Wir fürchten die Schwarzen nicht. Küstenstädte plündern ist eine Sache. Krieg mit dem Kaiser eine andere. Hast eine große Klappe. Geh lieber deinen Kessel umrühren und ein paar Furunkel ausdrücken, Hexe. Halt's Maul, wenn du keine Ahnung hast. Hey. Beruhige dich, Lugos. Mir sagt kein Weibstück, wie ich zu kämpfen habe. Das war nicht meine Absicht. Gehen wir, Geralt. Diese Diskussion führt zu nichts. Ich glaube auch. Du bist fort. Dort ließ ich zurück den Schmerz. Und jetzt? Jetzt sehen wir uns Moissaks Labor an. Ich wusste nicht, dass wir eingeladen sind. Sind wir nicht? Sind wir ja auch nicht. Aber alle sind beschäftigt. Ja. Ich nehme an, Moissak ist nicht da. Das stimmt. Und was soll dieser Besuch bezwecken? Wir suchen etwas. Die Maske von Ouroboros. Wir brauchen sie. Komm, Geralt. Wenn du das sagst. Erzähl mir, wozu du diese Maske brauchst. Mach ich. Zur rechten Zeit. Und du bestimmst, wann die ist? Genau. Menno, das ist wieder so eine Quest, wo ich dachte, wir können einfach mal ein bisschen chillen. Und jetzt passieren schon wieder ganz komische Sachen. Was soll das?
Können wir hier noch irgendwas einsacken, wenn wir hier schon mal sind? Letzter Wunsch. Aha. Vielleicht gibt es hier irgendwas, was wir zu Hause nicht haben. Ei, siehst du? Haben wir schon irgendwo mal ein Ei gesehen? So. Ja, das gute Laune-Spiel überhaupt. Will das haben? Haben will. Haben will. Ach, dann eben nicht. Schritte. Was? Schnell, hinter den Wandteppich. Spatzen piepsen und Stare zwitschern. Und was machen Dohlen? Dohlen krächzen, Goldfinken trällern und Kraniche rufen, während Pfaue kreischen. Habichte schreien, Lerchen trillern und Tauben gurren. Ach du je. Das sind alle. Was ist mit Nachtigallen? Oh ja. Nachtigallen singen. Na, das ging ja noch. Das war nah dran. Hier noch? Aha, Schnaps. Und die Wachen bestechen vielleicht? Sag mal, wie weit nach unten geht's hier genau? Ich frag nur so. Die lässt sich nur schwer öffnen. Immer eine neue Überraschung. Siehst du die Raben? Nicht zu übersehen. Moissacs Spione. Ein Zeichen, dass wir in der Nähe seines Labors sind. Außerdem spüre ich eine magische Aura. Komm, hier ist ein Sims vor dem Fenster. Da müssen wir entlang. Können wir sofort machen. Ich frag mich so ein bisschen, ob wir uns umziehen sollten. Für mehr Rüstung. Andererseits müssen wir jetzt auch nicht kämpfen. Überhaupt unsere Schwerter mit zur Party gebracht, ey. Ist ja auch komisch eigentlich. Ich habe schon Hässlicheres gesehen. Geralt sind die immer noch so hoch? Ein Romantiker. Holy shit. Okay. Die macht sich das also einfach. Wow. Ja, ziemlich hoch noch. Und jetzt? Ja. Ja. Kommst du? Okay. Romantiker, ja, sowieso. Stimmt, ja, das geht natürlich nicht. Bisschen Argument. Erstaunlich, wie eine Spielerei einen Mann geheimnisvoll und faszinierend macht. Vor allem einen Druiden. Er muss ein echter Naturliebhaber sein. Aha, irgendwas vibriert mich an. Ach, hier. Wir hatten einen in Kaer Morhen. Ach, bitte. Sieht lebendig aus. No. Geht so. Und warum ist hier so komisch rauchig? Wenn ein Jäger so etwas im Wald sähe, würde er sicher drauf schießen. Das ist im Bereich des Möglichen. So, die haben wir alle gesehen. Hier ist noch irgendwas. Eine Wasserschüssel. Zur Teleprojektion. Eine Spiegelung von Moissac erscheint auf der Oberfläche. Die Bittsteller sprechen zu ihr.
Müssen wir da reinpinkeln? Erkunde den mysteriösen Raum mit Hilfe der Hexersinn. Ja, hier vielleicht. Ah. Was ist passiert? Ich habe mich geschnitten. Die Tür ist verschlossen. Mhm. Die Tiere, sie sind lebendig. Jan, ach, pass auf. Oh, nee, was haben wir denn? Was? Ich kann sie spüren. Oh, sie was haben wir, was war, womit haben wir uns da geschnitten? Ist nicht gut. Wir sind breit. Komm schon. Eigentlich haben wir eh keine Chance, oder? Oder doch? Seltsam. Riecht es nach Pilzen. Aha. Nein, für mich riecht es nach süßem Gras, das Sonne trocknet. Aha. Ich hoffe, wir hauen nicht gerade irgendwie auf Yennefer ein oder so. Wie lange soll ich noch machen? Oh, das Feuer hilft aber gut. Noch wer? Ja. Pelz brennt gut. So. Was jetzt? Oh boy. Was ist passiert? Du hast halluziniert. Du bist auf Moissachs Tiere losgestürmt mit dem Schwert. Ich musste dich beruhigen. Das hat sicher seltsam ausgesehen. Die harten Trainingsjahre in Kaer Morhen haben sich endlich ausgezahlt. Du hast ja fast alle ausgestopften Tiere besiegt. Bitte. Gut. Wir haben die Tierpräparationsprüfung bestanden. Die Tür ist auf. Gut, nichts passiert, glaube ich. Lass uns reingehen, Gerald. Ich hoffe, wir haben die nicht kaputt gemacht. Das wäre ein bisschen schwierig zu... bisschen schwierig zu erklären vielleicht, aber nun gut. Moment, hier ist was. Sieht lebendig aus. Okay. Das ist nur wieder das. Ich schließe die Tür ab. Wir wollen ja keinen Verdacht erregen. Nee, klar, das hilft. Ah, das Labor unseres Druiden. Lass es uns gründlich durchsuchen. Die Maske von Ouroboros muss hier irgendwo sein. Gut, da ist sie. Glaube ich. Die wunderbare Welt der Insektoiden. Die Märchen der Skelliger über die wilde Jagd. Die Inselbewohner glauben, dass die Geister auf einem Langschiff segeln, das aus Nägeln der Toten besteht. Hä? Moissachs Korrespondenz. Ein Brief mit Moissachs Siegel an die Druiden. Er warnt sie vor dir, diese dreiste Manipulantin. Aha. Schamloser Intrigant. Hinten leuchtet mich auch noch was an. Ich gucke erstmal hier. Er scheint leichte Kost zu mögen. Die Leiche von Novigrad. Von Sascha Haydee. Zwergischer Dreifachmet. So Schnaps. Ein Labor, das eines kaiserlichen Alchemisten würdig wäre. Können wir uns hier was basteln? Oh. Ein Schwert in einem Stein. Das Ding fleht mich an, es rauszuziehen. Da. Es steckt nicht im Stein, siehst du das nicht? Es steckt nur in einem Schraubstock. Was? Halluzinieren wir immer noch, oder was? Bullshit, was? The fuck? Okay. Moissachs Stab. Er gehört zu den wenigen Druiden, die einen benutzen. Ich hoffe, das bleibt nicht so.
Vielleicht auch das. Sieht aus, als würde Moissac etwas in die Hand der Statue legen. Ach komm. Wie wäre es mit einem Becher Met? Statue oder nicht, jeder hat mal Durst. Scheint zu passen. Oh. Wer hätte das gedacht? In der Tat, wer hätte. Späße auf Kosten anderer. Ich habe den leisen Verdacht, dass wir die Maske hier finden. Ich gucke mich trotzdem noch ein bisschen um. An. Eine detaillierte Karte der Nordreiche. Sie zeigt sogar die Einflussgebiete im Lauf der Jahrhunderte. Jetzt schon, Fahr. Geralt, komm her. Ich habe die Maske gefunden. Moment. Ich muss doch noch kurz gucken. Zapfen. Tannenzapfen? Hätte ich nicht erwartet. Er ist riesig, weiblich. Aha. Es ist hier nur Feuer. Woran erkennt man einen weiblichen Zapfen? Eine Ziege aus Lindenholz. Darauf steht, für Onkel Moissac. Eine Schnitzerei der kleinen Ciri. Sie nannte ihn so, als er ihr Lehrer war. Ach ja. So, und was ist hier? Eieiei. Höhlenmäßig. Oh. Endlich. Ja. Wir haben sie. Wir müssen schnell zum Fest zurück, bevor... Hallo. Wusste ich's doch. Ergib dich besser. Moment. Mach nur mal kurz. Da mindestens mal, oder? Was denn? Verlieren wir die Nerven? Wir sind gefangen! Einfach großartig. Super! Kann ich starken Angriff machen? Oh! Oha, guck mal da! Guck mal hier, was ich getan habe. Hast du das gehört? Gerochen. Gas. Das Gitter ist noch zu. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ja. Vielleicht war der auch irgendwie extra... Keine Ahnung, ob er extra schwach war, falls wir jetzt die zu schwache Rüstung hätten oder so. So, was geschieht jetzt hier? Sieh dich um. Der verdammte Droide vergiftet uns. Diese Dämpfe sind tödlich. Wir haben nur ein paar Minuten. Teleportiere uns hier weg. Denk dir was aus, schnell, was immer dir einfällt. Nachtküssen. Halt dich an was? Fest. Ach so, ich dachte schon. Spiel will uns irgendwie dahin lotsen. Ehrlich gesagt, habe ich da kein Level gesehen. Keine Ahnung. Hört meine Worte. Nichts zeugt von mehr Mut als der Kampf gegen eine von Menschen und Göttern verfluchte Bestie. Es gibt nichts Größeres als den Dienst für die Göttin. Ungewöhnlich schöne Worte. Danke. Wir nehmen sie uns zu Herzen. Und nun fangen wir an. Na, endlich. Wir haben Bran ins Jenseits geleitet und müssen nun seinen Nachfolger wählen. Ach so, ich dachte Essen. Ein König ist weise. Ein König verbreitet Respekt. Ein König hat Eier. Wir haben viele solcher Männer. Mit Eiern. Mögen jene vortreten, die sich für würdig erachten, Königes Thron zu besteigen. Hm.
Müssen wir jetzt mitkämpfen? Wollen wir das? Nein, dürfen wir wahrscheinlich gar nicht, oder? Mein Sohn kann heute nicht hier sein. Aber seht seine Axt. Seht seinen Willen. Weiß er auch davon Bescheid? Weiß er von seinem Glück, ey. Und ein Brotmesser. Möge der Beste oder die Beste gewinnen. Was ist nur in sie gefahren? Sie ist deine Tochter, oder etwa nicht? Jetzt verstehe ich, warum sie nach Speaker Rock wollte. Ach, Kinder. Jedes Jahr bereiten sie eine mehr Probleme. Kommt mit. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt reden. Nee, will ich glaube ich nicht. Irgendwie ist mir die Gegend hier noch suspekt. Geralt. Wie war es, als Ciri langsam zu einer Frau heranwuchs? Ich erinnere mich gut an ihre Großmutter, ihre Mutter, wie sie waren. Es heißt doch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ciri war nicht zu bändigen. Sie ließ sich nichts vorschreiben. Machte alles so, wie sie es wollte, fast immer. Warum fragst du? Einfach so. Sie und Ceres sind fast gleich alt. Aber über meine Kinder sprechen wir später. Erstmal geht es um deins. Yennefer behauptet, dass Ciri in Schwierigkeiten steckt und ihr sie sucht. Das stimmt. Wenn ich euch helfen kann, mit Gold, Schiffen oder was auch immer, dann sagt's mir. Ich gebe euch, was ich kann. Okay, gut. Und ich weiß, dass das Mädel lebt. Wenn das Blut von Rhiannons Töchtern vergossen wird, sind die Meere weiß vor Zorn. So einen Sturm hätte ich bemerkt. Naja, das ist ja gut zu wissen. Hilfe bei Mäussack. Wir wissen, wo Ciri gewesen sein könnte. Ja. Brauche deine Hilfe bei Mäussack? Keine Ahnung. Ich geh mal hier. Die magische Anomalie auf Art Skellig hat irgendwas mit Ciri zu tun. Zumindest denkt Yennefer das. Das ist meine Vermutung, aber das kann ich erst mit Sicherheit sagen, wenn ich mich dort umgesehen habe. Ich habe die verdrehten, unnatürlichen Formen gesehen. Die Druiden konnten die Entstellung kaum aufhalten. Yennefer, wie könnte Ciri solch eine Katastrophe verursacht haben? Das würde ich auch gern wissen. Ich werd's herausfinden, sobald Mäussack meine Nachforschungen nicht mehr behindert. Mach dir um ihn keine Sorgen. Druiden vertrauen Magier nicht. Aber Mäussack hat sein Herz am rechten Fleck. Ich nehme an, er weiß nicht, dass ihr Ciri sucht. Das geht ihn nichts an. Hab ich mir gedacht. Jedenfalls ist Art Skellig meine Insel und ihr habt meine Erlaubnisse zu erforschen, wie ihr nur wollt. Muss ich mit ihm reden? Wir sagen danke. Danke. Das ist nicht nötig. Ich habe einst einen Schwur geleistet. Den möchte ich halten. Arnwald! Sag dem Druiden, Anwalt, dass ich ihn sprechen muss. Am üblichen Treffpunkt. Aha. Ich möchte noch eine Sache ansprechen. Diesmal geht es um meine Kinder. Erinnerst du dich an Hjalmar? Er hat geschworen, den Riesen von Undvik zu töten. Er ist losgezogen und noch nicht zurückgekehrt. Während Ceres ihr eigenes Abenteuer angekündigt hat. Sie hat die fixe Idee, dass Udalric nicht verrückt, sondern verflucht ist. Ich dachte, alle Riesen wären längst tot. Ceres möchte Udalrics Fluch brechen. Möchtest du nicht selbst König werden? Riesen, alles machen. Die sind doch schon längst ausgestorben. Hat wirklich jemand einen Riesen auf Undvik gesehen? Ja. Viele der Flüchtlinge. Der Riese hat alle von der Insel vertrieben.
Ich habe die Überlebenden des Tordaroch-Clans hier auf Arzkellig aufgenommen. Ich habe ein Gerücht gehört, dass auf Undvik ein unnatürlicher Frost herrschte, bevor der Riese kam. Ah. Das stimmt. Hjalmar wollte den Riesen töten, um die Insel wieder ihren Bewohnern zurückzugeben. Eine Tat, die eines Königs würdig ist, so glaubt er. Mein Sohn hat in Neuhafen einen ordentlichen Trupp zusammengestellt. Sie wollten nach Undvik segeln und von dort zum Dorf Urska ziehen. Aber so viele Männer hätten den Riesen doch schon längst erledigt haben müssen. Deshalb wollte ich dich bitten. Du solltest in Neuhafen anfangen und dich da umhören. Vielleicht hat Hjalmar seine Pläne da jemandem mitgeteilt. Quest. Stimmt. Fluch brechen? Ich nehme an, Ceres will den Fluch brechen. Es gibt keinen Fluch. Ceres möchte Hjalmar nacheifern und eine Tat begehen, die einer Königin würdig ist. Denkst du, dass sie meine Hilfe braucht? Du wolltest mich darum bitten. Warum? Die Sache ist die. Ich traue Udalric nicht weiter, als ich spucken kann. Ceres hört weder auf mich noch auf ihren Bruder. Doch wenn ihr ein Experte erklärt, dass sie sich irrt, wird sie vielleicht einsichtig. Also, ja, ich bitte dich darum, ihr die Sache zu erklären und sie zurückzuholen. Ich helfe deinen Kindern, machen wir gleich. Selbst kann ich werden. Ich frage mich, hast du keine eigenen Pläne für die Krone? Ich denke, dass dich viele Jarls unterstützen würden. Viele? Der Widerstand wäre heftig und erbittert. Lugos der Irre würde eher eine Nilfgaarde auf dem Thron sehen wollen. Oh. Außerdem muss ein Mann wissen, wann er zur Seite treten und der Jugend das Ruder überlassen sollte. Na gut, vielleicht vernünftig. Wenn Hjalmar oder Ceres Hilfe brauchen, werde ich ihnen helfen. Ich danke dir. Da jetzt alles besprochen ist, sollten wir anfangen. Wir müssen herausfinden, ob Ciri noch immer auf Arzkellig ist. Ich mache mich reisefertig und komme dann zu dir. Fahr nach Süden. Die Anomalie, die wir untersuchen sollen, hat einen Teil des Waldes am Ufer der Bucht zerstört. Es war wirklich ein sehr erfolgreiches Fest, Krach. Wir sehen uns später. Chilltime. Ja, mal gucken. Aber der machte einen guten Eindruck. So. Ja, ja. Der lässt's kommen. Gut. Hallo, Wache. Pass bloß auf, Weißer. In Ordnung. Mann, ist das hügelig hier. Ich mache erstmal eine Speicherung. Vor Freude. So, vielleicht sollte ich hier ein bisschen aufpassen. Ob der so stark ist, wie er aussieht. Wollen wir es mal. Wo ist das denn? Ach so, ein Dude. Hm? Ich hab's mal gar nicht erkannt. Wollen wir es testen? Pass bloß ja. Auf, Fremder. Kann ich euch hier was klauen? Oh, okay. Das lassen wir mal. Da zieht er also eine Grenze. Wer ist hier noch? Druide. Aha. Gelobt sei der Tag des Abends. Tag des Abends. Ganz wie du sagst. Guck mal hier, Fragezeichen. Oh, so viel. Oh Gott, im Wasser. Aha. Ja, dann können wir ja erstmal. Ich oder der Vergangenheit. Können wir ja erstmal hier ein bisschen Sachen einsammeln und noch mehr Fragezeichen erzeugen, oder? Oh, oh Gott, habe ich mich erschrocken. Meine Kopfhörer haben sich gerade irgendwie reconnected und haben mir laut ins Ohr geredet. Ha! 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 Das ist hier eigentlich noch nie passiert. Nur wenn ich runtergehe und die Connection verloren geht. Mehr Booten, auf jeden Fall. Looten und Booten. Warte mal, ich will hier eine Schnellreise machen. Ich muss irgendwie da hinkommen. Wo wir reisen können. Ich weiß gar nicht, auf welcher Ebene das ist.
Joa, irgendwo hier. Ist das die Brücke, wo wir reinkamen? Auf Abenteuer. Ah, sieht gut aus. Meine kleine Norgon-Geburtstag. Und ich weiß nicht, was ich ihr schenken soll. Oder? Oder ist hier? Eine Axt? Ja. Toll, dieses Schwert. Gut. Ich gehe mal... keine Ahnung. Fangen wir mal hier an. Arbeiten uns da so langsam vor. Hier ist nämlich irgendwie ein schwarzes Brett. Bleib stehen, Reisender. Was ist aus diesen netten Kerlen von Farben? Was denn? Worum geht's? Du siehst aus wie ein Kämpfer, der weit rumgekommen ist. Ich brauche deine Hilfe. Ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Er ist vor 2 Wochen aufgebrochen und nicht zurückgekommen. Würdest du nach ihm suchen? Na, von der Sorte haben wir noch mehr. Ja, komm. Wo soll ich denn nach deinem Sohn suchen? Östlich von hier, in den Ruinen der Festung. Er ist mit einigen Halunken von Faria aufgebrochen. Hatte sie in der Taverne kennengelernt. Sie haben ihm Flausen von einem Schatz in den Kopf gesetzt. Ich hab gesagt, Sohn, die Färöer sind Lügner. Du solltest dich nicht mit ihnen verbrüdern. Aber er wusste es besser. Wie erkenne ich ihn? Ich weiß bisher nur, dass er nicht auf seinen Vater hört. Ziemlich typisch für das Alter. Er heißt Olwe. Fröhlicher Kerl, lispelt ein wenig. Sein Aussehen ist nicht besonders. Aber das letzte Mal, als ich ihn sah, hatte er eine gelbe Tunika an. Die schönste im Dorf. Er hat sie von mir zum Geburtstag bekommen. Oh. Das dürfte reichen. Ich sehe mich um. Aber versprechen kann ich nichts. Wenn man etwas hört, das wie ein Grunzen von Tieren klingt, nur lauter, müsst ihr sofort ins Dorf zurückkommen. Warum denn, Großvater? So, wer ist hier? Hallo. Sei gegrüßt. Hi. Was hast du denn so? Darf ich einen Blick auf deine Kräuter werfen? Das ist ein Code für was? Gut. Gibt's hier irgendwas Spezielles, was wir irgendwie... was wir akut gebrauchen könnten? Es wäre wahrscheinlich irgendwas, wenn wir wirklich irgendwas zusammenmixen wollen, Mann. Das kann ich nicht wirklich sagen, was wir da gerne hätten. Ja. Aber apropos, gibt es vielleicht irgendwas, was wir mal machen könnten? Irgendwelche verbesserten, super verbesserten Öle oder so? Ha. Überlegen. Wie ist das mit den Überlegenen? Brauchen wir die Verbesserten. Okay. Vollmond. Maximale Vitalität. Verlängerte Wirkdauer. Tralala. Achso, das sind Tränke. Hab mich schon gewundert. Ja. Hier gibt es noch irgendwie verbesserte Sachen. Genau, hier könnte man... Gut, haben wir jetzt. Aber theoretisch könnte man hier Sachen kaufen dafür. Aha, aha. Oh, hier. Überlegenes Verfluchtenöl könnten wir machen. Ich würde aber sagen, wir nehmen mal die verbesserten Dinger mit, was wir halt so können, oder? Ach, hier, guck mal. Drakoniden. Sollen wir erstmal machen? Das wollten wir doch irgendwann schon mal haben, oder? Wir haben ein bisschen Kohle. Wir machen es einfach mal, würde ich sagen. So. Warum nicht, warum nicht? Wie sieht's damit aus? Das da bräuchten wir, das da bräuchten wir. Ja, komm. Hybriden. Ich habe halt keine Ahnung, was uns so als... das haben wir nicht. Was uns so als nächstes erwartet, ne? Aber besser haben als brauchen. Relikt. Nee. Ich glaube, man kann auch irgendwie Sachen ausblenden, die nicht machbar sind oder sowas, oder? Naja, ist egal. Da, nee.
Was ist das denn hier? Das ist Hydragenum. Und das hier ist Albedo. Sieht ähnlich aus. Und hier auch irgendwie. Wir brauchen Häufchen. Kann man hier Häufchen machen? Warte mal. Was ist das hier? Quests. Ach so. Ach ja, guck. Aha. Aber auch dafür fehlen Zutaten. Könnten wir aber kaufen. Aha. Wie viele brauchte man denn da? Hydragenum? Was war das andere? Albedo? Ja, fehlt. Weiße Möwe? Was? Weiße Möwe? Hatten wir es nicht? Hm, dafür fehlt wiederum was. Ich dachte, das war so ein Ding, was sich irgendwie wiederherstellt oder so. Aber nee, nee, das ist ja das, was die anderen Sachen wiederherstellt, ne? Albedo. Mal gucken, was wir jetzt machen können. Das nicht. Hier. Überlegene sogar. Ach so, das sind schon die überlegenen Sachen. Ach so. Gut, aber für die zwei, drei Verbesserten hier, da sind Sachen nötig, die wir wirklich nicht haben, ne? Ja. Was ist das hier? Büffelgras. Merkt euch das. Gut, weil ich es halt gerade kann, mache ich das hier noch und das. Nö. Okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ach, da fehlt ja trotzdem noch was. Was ist das? Es ist Karmin. Karmin. Und Grünschimmel. Höhlentrollleber. Was? Warum haben wir davon keine? Was soll das? Ja, hier fehlt noch ein bisschen was. Hier fehlt noch ein bisschen was. Ja, ja, ja. Na gut, kommen wir nochmal zurück, wenn wir mehr haben. Und ja, ich könnte ganz viele Tränke machen, aber gut. Wobei, also Schwalbe und Donner benutze ich regelmäßig und die mag ich eigentlich ganz gern. Was bräuchten wir denn dafür? Weiße Möwe? Vitriol. Okay. Können wir auch Donner? Sehe ich jetzt gerade nicht. Moment, kann sich nur um Jahre handeln. Scheiße, was war das jetzt, was wir brauchten? Vitriol? Ah, brauchen wir auch Möwe. Vitriol außerdem. Brauchen wir noch mehr Möwe? Ricola brauchen wir außerdem. Dann die ganzen Bömpchen noch. Ja. Ach shit, wir brauchen zwei davon. Und dann noch eine Möwe. Ah. Okay. Ah, hab ich jetzt blöd gemacht? Nee, geht, ne? Lalalala. Ach, hier. Das Geld, das geht uns. Das Geld geht uns deswegen nicht aus. Das geht schon. So. Okay. Bis dann. Leb wohl. Cool. So, ist es automatisch ausgerüstet? Jo. Cool. Ihnen nach Schätzen gesucht haben. Hey! Ich weiß es nicht.
Ich fürchte nur, dass wir sie nie wiedersehen werden. Uwe. Ich wollte zum... Gudi. So, und dann würde ich mal... Was würde ich denn? Wir gehen hier einfach mal irgendwie nach Osten. Gucken mal, was passiert. Oder so. Ach du meine Güte. Ich habe letztens noch gesagt, das ist nicht so allzu groß. Ja, geht so. Schütze waschen. War da sogar ein Schnellreise? Ach, ich nehme mal nicht Schnellreise. Ich probiere es mal so. Ich hasse den. Ja, wirklich. Fünf waren es. Von Kopf bis Fuß in Stahl. Und ist der denn gespawnt? Keiner kam aus Freyas Garten zurück. Plötzlich? Hast du je auf diesen Quatsch zu überholen? Ah, komm mal her. Ah, komm mal her. So. Gut. Achtung, Erkundung. Erkundung, go! Ah, hier, guck. Banditenlager, was? Die gibt's auch hier? So, so. Auch noch so kleine. Low-Level-Banditen. So relativ. Boah, so viele. Ach so, die. Ach, guck mal hier. Die werden unterstützt. Von wegen so viele. Macht mal, zeigt mal, was ihr könnt. Die machen aber nichts, die gucken nur. Ah. Toll. Und der guckt auch nur. Ja, Achtung, jetzt. Jetzt passiert's. Aha. Geil. Dauert ein bisschen, aber geht. Gut. So, was war jetzt ja eigentlich nur so ein bisschen, das wollte ich jetzt ja eigentlich gar nicht. Ja, ach, die unterhalten sich. Ach so, ist nicht mein Pferd. Oh. Upsi. Aber lustig, dass es geht. Die sind aber wohl genährt, oder? Hinterm Zelt. Ah, Moment. Hinterm Zelt. Da, da. Oder was möchtest du? Ach so, okay. Oh, Kräuter gibt's ja auch. Ja. Wer weiß, vielleicht gibt's hier irgendwelche Special-Kräuter. Bilde ich mir jedenfalls ein. Wahrscheinlich ist es nicht so, aber naja. Da ist wieder was. Es sind... Oh, ha, oh 26. Ui. Riesenschneckis. Sogenannte. Ja, weiß ich ja nicht so recht. Ich bin im Eimer. Oh. Guck mal, ist das nicht idyllisch hier? Letzte Nacht war... Puh. Oh. Und eigentlich springen, naja. Hallo, Kühe. Erpa. Hey da, Hexer. Was? Ich hätte ein Angebot für dich. Ach, erzähl. Was für ein Angebot? Einen Auftrag? Vielleicht, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Ich arbeite eigentlich alleine. Diesmal würdest du für eine Ausnahme sogar zahlen. Du hast nicht immer die Gelegenheit, mit dem berühmtesten Kopfgeldjäger nördlich der Yaruga zu arbeiten. Die Jenge Fred höchstpersönlich. Ach, Fred! So, so. Und wozu braucht der berühmte Jenge Fred einen Hexer? Du bist doch ein weitgereister Mann.
Bist du vielleicht schon mal den Großbartbrüdern begegnet? Die jagst du? Ja, die sind echte Bösewichte. Drei sind es. Und jeder hat ein gerüttelt Maß Morde und Vergewaltigungen auf dem Kerbholz. Sogar Gräber rauben sie neuerdings aus. Man kann sie gut an ihren gelben Mützen erkennen. Wenn die Leute drei gelbe Mützen sehen, fliehen sie in die Häuser. Was natürlich nicht viel nützt, weil die Brüder auch gerne Brand stiften. Nein, die habe ich nicht getroffen. Wenn doch, dann sei vorsichtig. Die stecken dir schnell ein Messer in den Bauch. Und sei es zur Begrüßung. Das würden sie kaum bei einem Hexer versuchen. Bei denen kann man nie wissen. Also, ich breche bald nach Süden auf. Da habe ich noch nicht gesucht. Leb wohl. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Vielleicht. Gut, also gelbe Tunika, gelbe Hüte. Wir müssen alles suchen, was gelb ist. Oh. Müdes Hundi. So, müssen wir jetzt da irgendwie weiter. Achtung. So, Plätze. Entschuldigung. Hier ist noch ein Händler. Was können die Händler denn hier so? Ach, hier sind wir ja auch beim Brett. Gerard, Seewald hat da Felle verkauft und meint, sie hätten keine vollständige Garnison. Bla, 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 bla. Heute könnte dein Glückstag sein. Hart verdientes Geld ausgeben, das ist eine Kunst für sich. Ach, das kann ich. Zeig mal. Lass mich mal sehen. Wird ja nüscht. Was? Einsame Weltreiseführer an Skellig Sonstiges. Ja. Schnellreisepunkte auf Skellige freigeschaltet. Okay. Ja. Huh. Ja. Gab's das auch in den anderen Karten? Eisen, Erz, Fisch. Was ist das hier? Normales Öl. Gut. Passt gut zu unseren Oliven. Gut, aber ansonsten... Ach ja, ach, sowas würde er gerne haben, oder was? Ist das so? Ja. Können wir ihm sein Geld direkt wieder abnehmen? Das werde ich eh nicht benutzen, oder? Wie immer, wie immer. Same old, same old. Sag mal, bin ich denn bescheuert? Gegen was vergleicht er denn hier die Gegenstände? Das ist ein ganz normales Stahlschwert. Plus 107? Plus 107 gegenüber was? Ist doch nicht richtig. Muss ich mal neu laden oder was? Bis dann. Kann das sein, dass er es irgendwie verpeilt, seitdem wir irgendwie was anderes angezogen haben oder so? Oh. Warum haben wir denn ein stumpfes Schwert ausgerüstet? Ha. Okay, cool. Echt jetzt? Hatten wir es die ganze Zeit, oder was? Das ist ja ein Ding. Das hier, ne? Scherben, natürlich. Alter, ja gut, dann wundert mich das nicht. Ja, jetzt macht schon mehr Sinn. Hab ich überhaupt nicht dran gedacht, dass wir vielleicht das falsche Schwert ausgerüstet haben. Na gut, dass wir verglichen haben, literally. Hast du die Kikimoren getötet? Jo. Hier gibt's keine Kikimoren. Na, jetzt nicht mehr. So. Dann machen wir. Theoretisch könnten wir einfach weiter zur Quest. Ja. Müssen wir eigentlich noch das Dingsbums lesen? Moment. Wo war das denn hier jetzt? Lalalala. Ach, hier, guck. Ach du Scheiße. Das müssen wir mal hier alles loswerden. Nekromantie, bla, Geist des Waldes, Gwind sowieso, ja, ja, nein, nein. Und Reiseführer, okay. So, ich hoffe, das ist jetzt passiert.
gut. Also ich weiß nicht, ob es was gebracht hat, ehrlich gesagt. Ich würde hier ansonsten im Zweifelsfall einfach mal weitergehen. Klar, die Orte müssen wir auch mal abklappern, aber können wir dann irgendwann machen. Naja, also hier ist tatsächlich ein Schnellreisepunkt. Ja, doch. Ob die vorher schon da waren, weiß ich nicht. Aber na gut. Art und An. Is that so? Oh, scheiße, jetzt weiß ich nicht, welches war. Naja, ist auch egal. Hier, glaube ich. Unskellig, tatsächlich. Aha. Schnellreisepunkt auf Skellige. Na gut, das klingt irgendwie allgemein, aber vielleicht ist es das nicht. Ja, ja, ja. Jetzt die Musik weg, jetzt muss ich selber Musik machen. Plötze. Komm her. Komm schon. So. Dann folgen wir einfach mal hier ein bisschen dem Pfad. Aha, aha, das geht doch irgendwie in die richtige Richtung. Na, jetzt nicht mehr. Aber ist egal. Wir gucken einfach mal, wo es uns hinführt. Was ist hier wieder? Eine Viecherei. Naja, kaum zu unterscheiden vom Normalzustand hier. Wir haben eine Drohne. Eine gelegt. Okay, cool. Aua. Ui, ui, ui. Ach so. Aua. Warte mal. Ich will mal das ausprobieren. Ah, ich häng fest. Ich kleb. Was machen wir denn da? Oh oh. 31, oh nee. Ich glaube, das ist ein bisschen too much. Die Schwalbe hat ein bisschen auf sich warten lassen, aber dann half's. Okay, die sind mir vielleicht ein bisschen zu krass. Hier, Druiden, die haben doch bestimmt das gute Zeug. Magischer Monster und Bestientöter. Aber ich habe einen kräftigen Grund. Das ist Saphirstaub. Ciri, was? Was? Aber die Maske des Ouroboros ist kein Spielzeug. Hast du überhaupt eine Ahnung, was passieren kann, wenn du die Maske benutzt? Hier sind wir ja schon. Konsequenzen es haben könnte? Wohin des Weges? Nein, du aber auch nicht. Also keine Panik. Gefunden. Man kann euch bis zum anderen Ende der Insel hören. Gut. Sollen doch alle erfahren, dass Yennefer von Wengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Pass auf, was du sagst, Druide. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe mir nur etwas geborgt. Mm. Und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig! Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos. Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Was war jetzt eigentlich mit der Maske? Die hat da rumgeschwebt, da mussten wir kämpfen und dann? Dann sind wir abgehauen. Naja, gut. Wovon redest du eigentlich? Begraben? Wovon redest du? Sie hat's dir nicht gesagt?
Das dachte ich mir schon. Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Sie tat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Ja, wurde sie schon einmal benutzt? Ja. Erzähl uns von der Story erstmal. Woher hast du denn die Maske? Seefahrer des Dimun-Clans haben sie beim Jordgraben aus dem Meer gezogen. Wie kannst du dir so sicher sein, dass es Ouroboros Maske ist? Ihr Aussehen wird in den Mythen genau beschrieben. Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Diebin. Hm. Setz dich in Jens Lage. Sie hat es für Ziel getan. Wir haben Krachs Erlaubnis. Ja. Ein Diebstahl auf der einen, Ciris Leben auf der anderen Seite. Ich sorge mich auch um Ciris Wohlergehen und schlug andere Schritte vor. Aber Yennefer hörte nicht einmal zu. Sie sagte, dass sie zu lange dauern würden. Sie will und braucht sofortige Ergebnisse. Sie war schon immer ein Hitzkopf. Stimmt. Dieses Mal hat sie aber einen guten Grund. Nichtsdestotrotz wird sie... Was? Was war das? Nein! Yennefer hat die Maske benutzt! Da. Ein Sturm. Verdammt. Wir müssen die Maske neutralisieren. Da. Zum Schweigen bringen. Ja, ist ja blöd jetzt, ne? Ich hätte auch was essen können. Oh, erstmal ein Hühnerbrötchen unterwegs. Und jetzt? Zufrieden mit dir? Warte, ihr macht jetzt hier rum, oder? Sollen wir weiter? Ich geh da mal hin. Jennefer, ah, da blitzt es rum. Na toll. Ah. Teleportieren rum. Aua. Was war das? Einhörner. Verdammt, Yen. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind. Die Macht der Maske hat sie beschworen. Moissac sagte, die Maske würde eine Naturkatastrophe heraufbeschwören. Was für ein Glück. Dann kann er ja direkt hineinspringen, um sie zu bändigen. Du weißt, dass er dir das nicht vergeben wird. Oh, das überlebe ich schon irgendwie. Okay. Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten. Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ich stehe direkt vor dir, du brauchst nicht so zu schreien, Mann. Ich soll Frau. Sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, mit dem ich durch deine Augen sehen kann. Okay, machen wir das so. Du willst mal wieder meine Gedanken lesen. Was dagegen? Ja, nein. Du machst das sowieso, wann immer du willst. Bis jetzt hat's dir nicht geschadet, oder? Dann mal los. Da ist die erste Stelle. Festgegenstände. Bereite ihn für den Einsatz vor, indem du ihn an der rechten Stelle platzierst und Schnellzugriff auswählst. Okay.
Ja? Ja, ja. Ist wahrscheinlich das Ding wieder, ne? Aha, aha. Moment. Folgen. Wir folgen. Ja, 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 ja. Hier ist es. Leg die Maske an. Irgendwelche Anweisungen? Halte sie auf, bis wir alles gesehen haben. Geh nicht zu weit weg. Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Komm, suchen wir die nächste Stelle. Okay, machen wir das. Dann spricht sie so komisch. Und der Sturm so laut ist, auch wenn es nicht so klingt. Und? Bereit? Benutze die Maske. Sofort, Moment. Pass auf! Oh, oh, oh. Was war das? Irgendeine magische Explosion. Jesus Christ. So stark, dass sogar das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt. Ich habe sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin? Gruselig hier. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Nee, die Gegend hier ist nicht so. Wer hier war, als es geschah, hatte kaum eine Chance. Ich weiß, was du denkst. Aber keine Sorge. Ciri kann auf sich aufpassen. Das ist hier nicht so erholungsmäßig, die Gegend. Leg die Maske an. Jemand jagte Ciri. Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf Velen hin. Kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche es herauszufinden. Komm. Gut. Velen also. Wir folgen mal weiter. Und? Bereit? Benutze Schütze. Die Maske. Toller Kampf. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Das waren Ciris Begleiter und der, der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Wohin ist der Magier geflohen? Wohin ist der Magier geflüchtet, der mit Ciri hier war? Seine Spur führt auch nach Velen. Ah. Aber die Zielkoordinaten seines Portals unterscheiden sich von Ciris. Die Explosion muss seine Teleportation gestört haben. Ich bin in Velen zufällig Keira Metz über den Weg gelaufen. Sie sagte, ein Magier hätte sie nach Ciri gefragt. Ah. Würde mich nicht wundern, wenn das derselbe war. Wer immer das auch sein mag, er wird zunehmend interessanter. Na gut, wo der Angreifer gelandet ist. Vielleicht hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Oh. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt. Würdet ihr auch jemanden umbringen, wenn ihr dadurch Ciri finden würdet? Sollen wir es mal probieren? Bleib ruhig, ist nichts passiert. Geht so. Leg dich ab. Der Sturm ist vorbei. Ihr habt alles unter Kontrolle. Noch. Aber wie wird es nächste oder übernächste Woche aussehen? Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Immerhin. Hast du wenigstens etwas dadurch erfahren? Und ob. Ich rede mit Geralt. Du, mit dir bin ich noch nicht fertig. Also? Ja.
Wir glauben, dass hier ein mächtiger Fluch gewirkt wurde. Angesichts des Waldzustands klingt das einleuchtend. Wisst ihr auch auf wen? Noch nicht. Aber wir wissen, dass Ciri hier war. Kam mit einem Magier aus einem Portal. Jemand jagte sie. Sie kämpften. Ciri wurde verwundet, konnte aber fliehen. Wohin? Wohl nach Velen. Der Magier hat ihr ein Portal geöffnet. Dann kämpfte er gegen ihren Angreifer. Und? War's das? Wir müssen noch einer weiteren Spur nachgehen. Wir haben etwas Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. Dort offenbar. Kann ich eine Zwischenspeicherung machen? Ja. Da ist etwas unter dem Baum. Kannst du? Ich kann. Dann mach. Praktisch. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn... Wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Erst hier, dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? Ach, die Musik. Wilde Jagd will Ciri wegen des älteren Blutes in ihren Adern. Ja, komm, erzähl. In Ciris Adern fließt das ältere Blut. Ihr Stammbaum reicht bis auf Laradorn zurück. Darum hatten die Frauen ihrer Familie immer außergewöhnliche Fähigkeiten. Aber ist das wirklich so wichtig? Ciri ist außergewöhnlich. Sie reist zwischen Orten und Welten. Raum stellt für sie kein Hindernis dar. Darum will die wilde Jagd sie gefangen nehmen. Du sagtest, die wilde Jagd sei auf Hindasfjall gewesen, ja. Wo du von der Jagd redest, sie ist auch auf Hindasfjall aufgetaucht? Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Ard Skellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war. Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Gibt es Überlebende? Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann. Nächster Halt, Hindasfjall. Wir treffen uns am Strand bei Lofoten. Sofort dorthin. Wir sehen uns dort, oder? Wir sehen uns dort. Viel Glück. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt. Toll, jetzt sind wir mitten im Kackwald. Denn doch direkt mitgehen sollen. Wo sind wir denn hier eigentlich? Aha. In Ordnung. Hier haben wir noch keinen Schnellreisepunkt, ne? Gut, wir sind auch noch bei weitem nicht hier fertig. Ich überlege so ein bisschen, vielleicht hier zurückzugehen. Ja. Und irgendwie von hier aus noch das da zu machen und dann sehen wir weiter. Jetzt mal so ein bisschen Orte abklappern. Hey! Gucken wir mal. Soll ich dich mitnehmen, Druide? Raus hier, hier ist doof. Mann, ist das hier bergig, doch. Gucken wir hier ein. Okay. Du siehst müde aus, Meister. Aber hallo. Ich hab seit langem
niemanden vom Kontinent mehr gesehen. Mörder. Ha. Hier schnell reisen. Könnte noch ein Bötchen noch da nehmen. Naja, gut. Jetzt ist egal. Richtig viel bringt das Reisen hier. Nach da auch nicht. Ist auch nicht viel näher an den Punkten. Und. Bist nass. So. Gestern auch gesoffen. Plötze kommen ran. Wenn hier irgendwie so Wege in der Nähe sind, könnte Plötze wenigstens da spawnen. Ich meine ja nur so. Muss ich erstmal versuchen, nach dazu. Eieiei, nach dazu gelangen. Ist ganz schön weit weg hier. Los, naja, lauf! Vielleicht kriegen wir unterwegs ja ein paar Reisepunkte oder so. Ups. Sie ist, ja, ist eigenwillig, so kann man's sagen. Bisschen. Ich hätte besser auf den Weg da bleiben sollen. Mist. Ich über die Brücke. Lauf, Plätze. Oh je, oh je. Lustig. Yeah. So ist gut. Ja, so ist bestens. Lauf, Plätze. Ach nee, ist ja jetzt ganz blöd jetzt. Oh, ich weiß ja nicht. Naja. Bist du hässlich? Könnt's ja mal versuchen. Eher nicht so, oder? Oh, der lädt irgendwie auf. Nee, ist nicht so gut. Au. Nee, es war nicht so pralle. Ich versuch da besser mal vorbeizukommen. Gar nicht erst aufscheuchen. So, sind wir jetzt hier auf der richtigen Seite vom Fluss? Ja. Ein Yes. Nee, lass mal. Schön durch den Fluss, genau. Perfekt. Eigentlich ganz schön hier. Vielleicht ist tagsüber noch schöner. Was ist das denn hier? Oho. Ganz schön pieksig. Na gut, dann sind wir gleich da. Mal über den Weg gehen. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Mune. Und wieder. Hier, da haben wir auch ein Pünktchen dann. Sehr gut. Wie?
erstmal eine Meditation bis morgens. Auftrag Drache. Klingt nach einem ganz klassischen Auftrag. So, oh ja. So lobe ich mir das mit den... Oh Gott, mit den Fragezeichen. Lauf, Plätze! Na dann, direkt weiter. Oh, ich habe irgendwas erwischt. Ich weiß nicht was. Langsam, langsam. Geh besser nicht gucken. Ich muss hier nur irgendwie hochkommen. Upsi. Entschuldigung. Hey! Ich sehe, ihr habt üble Dämpfe auf dem Festland. Üble Dämpfe, was? Hier soll also ein Weg sein. Aha, interessante Festung hier. Fort sowieso, aha. Ein, was? Harpier. Mehrere. Hallo, oha. Na, komm mal ran. Ich hab die irgendwelche coolen Federn oder so. Nicht schlecht. Ah, hier ist ein Nest. Mhm. Ja, gut. Zack. Oh. Harpinieren. Nest? Nee, noch nicht. Wo ist denn noch eine? Was? Ach, da. Ja, sag mal. Wirst du wohl mal herkommen? Stirb! Haben wir schon wieder die Blöden? Ja, tatsächlich. Unfassbar. Die Harpien haben hier ihr Nest. Hier ist ja überhaupt kein Loot. Alles despawned oder was? Das ist ja doof. Menno. Was macht hier noch Geräusche? Ah, da hinten. Ja, gut. Dann macht ihr mal. Ist das hier sinnvoll, hier lang zu reiten? Nein, nein, überhaupt nicht. Aber haha, man kommt hier überhaupt nicht über diesen Berg rüber wahrscheinlich, wa? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, aber umso mehr will ich da einen Schnellreisepunkt haben. Ha, vielleicht erstmal hier, da und dann so. Dann gehen wir erstmal hier hin. Eieieiei. Ist da ein Bergpass? Wo soll ich jetzt einen Bergpass mir ausstellen lassen, yo? Stellt ihr euch das vor? Dort am See. Ach so, hier so. Ja, stimmt. Gut, das könnte man auch machen. Ja. Wir gehen erstmal hier in dieses Dörfchen, da gucken wir mal. Oh, guck mal hier. Hier ist hübsch. Hübsch sumpfig. Ja, von da oben sah es hübsch aus.
Oh nee, da ist irgendwas Großes. Komm schon, Plätze! Von Hala. Haben wir auch wieder einen Schnellreisepunkt. Sehr gut. Alles sehr vertikal gebaut hier. Und ohne Dächer. Sieht ein bisschen verlassen aus. Nur Asche übrig. Aha. So, und hier in der Richtung ist also ein Bergpass. Aha. Da ist ein Fähnchen auch. Wow. Sportlich wie wir sind, kein Problem. Auf der anderen Seite rollen wir einfach wieder runter. Was ist das? Weiß nicht, was es ist, aber es ist halt da. Vielleicht gibt es dazu noch eine Quest oder so. Oha, wir sliden ja über Alter. Snowboard ohne Snowboard. Einfach so ein... Geil, oder? Oh, guck mal da. Oh, warte mal. Ja, direkt Fragezeichen mitnehmen. Einfach so für Wanderer irgendwie. Ich mache hier mal eine Speicherung sonst. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Genau deswegen. Einfach falsche Taste. Zum Glück geht's da nicht sehr weit runter. Geralt Hawks Pro Slider. Da unten ist... Was ist das denn? Ist das ein Schiffswrack oder irgendwas anderes? Scheiße. Na, aber guck. Hat sich schon gelohnt, behaupte ich. Wow, es geht wieder los. Oh, jetzt geht's ganz doll los. Gib uns alles, was du hast. Ja. Ah. Ah. Was hat sie auch gemacht? Ich sehe es hier nicht. Aber ja, loben, sowieso. So, ach, der Pfad, ja, natürlich, Entschuldigung. Ich dachte irgendwie, weiß ich nicht. Ja, das dachte ich auch schon. Warte mal, mache ich hier gerade richtig? Ja, ne, doch. Die Richtung stimmt ungefähr. Das Sliden ist so geil. Leute. Du bist ein Hexer, nicht? Richtig. Ich hab zu tun. Offenbar. Intensiv am Spazieren. Oh, guck hier. Wir sind da. Weißt du, mein Papa ist... Das ist ja seltsam. Die Schwarzen. Cool, cool. Bist du an einem Langschiff interessiert? Also für die Gegend wäre ein Schiff gar nicht so schlecht, ja. Ein Hexer. Das ist prinzipiell gar nicht so doof. Oha, ich bin nicht interessiert an dem Schrott, den du anschleppst. Das werden wir erstmal sehen. Handeln wir ein wenig.
Hier, kein Interesse, ha? Huh? Dafür will er aber ganz schön viel Müll haben. Ja. Soll ich tatsächlich ein bisschen kaputte Maske? Ja. Können wir für eins verkaufen? Cool. Was ist das hier? Pantalons. Aha. Schlüssel haben wir wohl benutzt. Zapfen ist Zapfen. Schaffell. Hä? Ach so, kein Geld mehr oder was? Jetzt gar nicht drauf geachtet. Hä? Okay. Oder hat er einen Teil da? Ach so, einen Teil davon gekauft und den Rest haben wir irgendwie zurückgekriegt oder so. Das kann sein. Ich weiß nicht, ob wir den Fall schon mal hatten. Naja, gut. Egal. Was hat er denn hier noch so? Undvik. Guck hier, für 200. Nehmen wir mal. Wenn wir schon die Gelegenheit haben. Helden. Naja, gib mal. Wenn es denn sein muss. Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen sowas lassen. Ein ja, 75 Ausdauer. Ach, ich hätte es gar nicht erkannt. Ihr seid gut. Aha. Ich glaube, das ist besser als das, was wir haben, ne? Das daneben ist, sind Satteltaschen. 100 Kapazität haben wir aber schon, oder? Glaube ich. Man das hier? Ne, sieht man nicht das, was ausgerüstet ist, ne? Aber ich glaube, der ist besser. Ich nehme den mal. Bis dann. Bleibst du lange? Warte mal. Plötzlich. Genau. Der wiegt echt viel. Hat er noch genug Geld zum Verkaufen? Oha! Handeln wir ein wenig. Da noch Scheuklappen, was ist das? Das sind die Satteltaschen, ne? Hasenfell. Ba-ba-ba-ba. Oder meinst du nur so generell, wie gut die sind, die wir haben? Müssen wir gleich mal gucken. Nee, ich glaube, die wir ausgerüstet haben, waren besser, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, der hat ja doch jetzt relativ viel Geld und wir kriegen nichts dafür hier. Schön. Wie viel wiegen die hier? Geht so. Werde ich aber nie im Leben ausrüsten. Wenn ich es bis jetzt nicht gemacht habe, dann werde ich es auch weiterhin nicht tun. Gut, die können wir nicht verkaufen. Warte mal eben. Bis dann. La, 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 la. Also die wir hier haben, die haben 20. Und die hier haben 40. Mhm. Wiegen allerdings auch echt nichts. Früher gab es auf den Inseln kaum Fremde. Können wir bei nächster Gelegenheit mal. Dann hat die Druckwelle fast die Langschiffe aus der Luft. Ein Hexer. Das muss ein fallender Stern gewesen sein, meine ich. Okay, aha. Ich bin hier aber ein bisschen vom Weg abgekommen. Wer soll diesem Schwachsinn glauben? Ach, ich bin jetzt zu faul, ihn nochmal anzusprechen. Vielleicht finden wir ja im Dorf nebenan, wo ich eigentlich hin will, auch noch einen Händler. Mal gucken. Ein Fremder, aber von stolzer Statur. Stolze Statur. So beschreibe ich mich auch immer. War da oben jetzt schon Schnellreisepunkt? Vielleicht waren wir schon nah genug dran. Da unten ist jetzt keiner, okay.
Heimdall wacht über dem Clan Thyrse. Uwe, das reicht. Der Könige. Warte, warte, der hier ist echt kritisch. Was ist der Unterschied zwischen einem Nilfgaarder und einem Ertrunkenen? Darf ich dein Schwert halten? Na schön, was denn? Ertrunkene können schwimmen. Da. Mann. Noch so einer und du gehst mit ihnen zusammen baden. Dann stimmt das Gerede über den Eisriesen. Mama, was kochst du? Könnte unten noch mal gucken nach Schnellreisepunkt, aber wenn ich wenigstens hier einen kriegen würde, wäre auch schon mal etwas. Haben wir jetzt hier immer noch keinen? Vielleicht hier. Was ist das denn eigentlich da? Das sieht wichtig aus. Moment, ich guck mal eben. Boah, ist das hier alles hügelig doch. Mein Vater wird mich umbringen. Und dann Horvath. Dein Vater wird niemanden umbringen. Aber du kannst nicht bei ihm bleiben. Du bist ein Mann. Wenn wir mit Plötze hochlaufen, dann müssen wir alle 20 Sekunden Pause machen wegen Erschöpfung. Wir brauchen mehrere Plötze, um hier hochzukommen. Kippen unterwegs um. Jetzt haben wir einen Punkt. Und was ist hier? Oh. Oh. So richtig mit erst stolzieren Sie große Hundis. Diese Festlandhelden? Und dann dürfen wir sie tot aus der Taverne ziehen. Mit Schmied und so. Mensch, Ole Christian. Oh nein, ich müsste aber auch mal eine Pipi-Pause machen, eigentlich ganz dringend. Können wir eigentlich kombinieren? Guck mal hier, zweierlei Schmiede. Tag. Was willst du? Du hast ja tolle Laune. Welche hättest du denn, wenn du deinen Sohn verloren hättest? Ich hab gefragt, was du willst. No. Was ist denn passiert? Dein Sohn, was ist ihm denn zugestoßen? Er ist ertrunken. Ein Finnwal hat sein Boot umgeworfen. War seine erste Reise in den Norden. Tut mir leid, das zu hören. Die See hat ihn verschlungen. Ich kann ihn nicht begraben. Er wird nicht mit seinen Ahnen tafeln. Können wir daran nichts machen? Okay. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Dann tu das. Ich dachte, vielleicht könnten wir helfen. Ja, so fast für unsere Stufe tatsächlich. Aha, Nun gut. Sogar das hier kann ein bisschen was, aber wir haben ja eigentlich auch hier unser Dingsbums-Schwert. Die 40%-Dinger nehme ich mal mit. Das gefällt mir ganz gut. Das hier, das ist... Nee, Meister. Was hat er hier noch so? Was? Steiger? Faustino. Was ist das denn? Oh Mann, das ist aber für Stufe ganz viel. Aha. Stufe ganz, ganz viel. Und gut, gut. Können wir ihm irgendwas andrehen? Haben wir denn hier eigentlich noch so? Das ist hier das Billo-Zeug, ne? Echter Stiefel, Pantoffeln. Tralala. Moment, ich mach gleich. So, das Zeug will er aber nicht haben, ne? Nee. Abgesehen von den Karten, aber die haben wir. Ach, die eine habe ich noch gar nicht angeguckt. Ah, schau. Alles Gute. Hm. Ja. Gut. Dann bitte noch den Rüstungsschmied gucken wir uns gleich an. Machen erstmal kurz PPP. So. Bis gleich. Oh. Jetzt. We'll be right back.
Hallo. So. Gucken wir mal kurz Rüst und Schmied, wenn wir hier schon sind. Hallo. Möchtest du mal unsere Waren sehen? Hier ist alles zu verkaufen. Waffen sollten nicht rumliegen und verstauben. Jedenfalls nicht, wenn jemand vorbeikommt, der sie verwenden könnte. Sirikanische Sephare, Kriegsbeile aus Mahakam, virolidanische Kurzschwerter. Wo habt ihr denn die ganzen Festlandsgüter her? Die hat das Meer hergegeben. Und wenn es sie nicht hergibt, hackt ihr die Hände ab, die die Schwerter umklammern? Du glaubst doch nicht, dass man solche Sachen einfach bei Ebbe am Strand findet, wie Muscheln. Hamm. Und was bringt ihr noch so vom Plündern mit? Sag mir mal das gute Zeug. Und was bringt ihr noch so von den Raubzügen mit? Größtenteils das Übliche. Gute Weine, Seide, Wertsachen aller Art. Oh, und Frauen. Wenn wir für die keine ordentliche Verwendung haben, wer dann? Hast du von der donnernden Dörte gehört? Auch Dübelstück genannt, der Frau von Lugus dem Irren? Oder von Goldlöckchen Sansa, der zu ihrer Zeit schönsten Frau der Welt? Beide auf Raubzügen mitgenommen. Nee, das Vergnügen hatten wir noch nicht. Zeig mir, was du hast. Was ist denn das denn? Aha. Hellebardier-Rüstung. Okay. Tralala, was ist das hier? Reparaturset. Aha, große Glyphe, so. Ha. Große Glyphe. Keine Ahnung. Haben wir große Glyphen schon in freier Wildbahn gefunden? Ja, offenbar. Jede Menge. Okay. Leder. Aha. Na gut, so Kram halt. Wiedersehen. So, jedenfalls haben wir hier... haben wir die Zettel mitgenommen und wir haben hier einen Reisepunkt. Gut. Jetzt wollte ich eigentlich irgendwie nach da. Die Frage ist, vielleicht erst mal wieder nach hier und dann da. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? Manometer, nee. Manometer. Boah. In welche Richtung jetzt ungefähr? Da so. Fährt oder nicht fährt? Mal probier da. Ja. Ich hatte bisher hier so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht für den einen oder anderen Gegner durchaus noch ein bisschen leveln müssten erstmal. Ich hoffe, wir sind hier nicht zu früh. Aber naja. Eigentlich wurde da ja ein niedrigeres Level angezeigt für Skellige generell. Und manche Gegner sind hier durchaus okay. Das ist ein bisschen übertrieben. Du bist tot. Ja, das hat ja in den früheren Abschnitten auch ein bisschen gedauert, bis wir die größeren mal machen konnten. Hallo, Schei. Guten Abend. Willkommen auf Skellige. Kommt schon! Oh, ist ja noch jemand. Was macht der denn? Wirst du wohl. Ja, sag mal. Darf doch wohl nicht wahr sein.
Was macht er hier? Show. Was macht er einfach Show? Das reicht. Ah, jetzt hat er Aua. Oh, wir haben befreit. Cool. Das ist gut. Machen wir uns hier auch einen Namen. Du siehst krank aus. Wink lieber etwas Met in der Taverne. Später. Ich hätte einen Festländer heiraten können. Ist auch noch ein Händler, zugehen. Naja. Ich habe nicht geglaubt, na, wobei, vielleicht hat er ja sogar irgendwelche Karten oder so, Shit. Ich guck mal. Beste Idee. Heda! Komm und sieh dich um! Okay. Hallo, willst du was kaufen? Weiß ich nicht. Zeig mir deine Waren. Moment. Art Skellig. An Skellig haben wir. Und ich sag noch, ey. Naja, es kostet ein bisschen was, aber ich nehm's mal, oder? Was ist das? Sowieso Fall. Rundweg, das hatten wir aber, glaube ich, schon. Habe ich noch nicht gelesen, oder? Muss mal eben gucken. Was hat er hier noch? Satteltaschen? Nee. Ah, wir haben es eigentlich zugegebenermaßen. Weil wir bisher so geizig waren. Hätte ich auch daraus einfach. Nee, wahrscheinlich nicht lesen können. Sekunde, ich muss mal kurz gucken. Hab ich zu viel Shit. Helden, genau. Führer. So. Jo. Neue Markierung. Gefällt mir. Sehr gut. Komm näher, Fremder. Sehr gut. Ich will nur mal sicher gehen, dass wir die eine Karte da schon kennen. Zeig mir deine Waren. Genau, ist die ausgegraut. Gut. Perfekt. Können wir den ganzen Mist hier mal loswerden? Alles gelesen, ne? Das ist einfach so viel. Wie viele Bücher kann man denn mit sich führen? Ja, schön und gut, aber eine halbe Bibliothek. So. Das mag sein, aber es ist einfach viel im Inventar. Das Blumen, aha. Muschel, Hasenfell. Tralala. Gut. Muss reichen. Das hat sich ja wirklich gelohnt hier. Oh, krass. Oha, und immer zu wenig. Mit Sicherheit immer zu wenig, oder? Mal ganz kurz auf der Karte gucken, ob man auch die... Aha, ob man was von den Markierungen sieht. Ja, durchaus. Guck einer an. Cool. Hier haben wir sogar einen. Boah, ey. Richtig gut. Die wussten schon, dass das hier... dass man keinen Bock mehr hat, irgendwie jeden Weg abzugehen. Das ist gut. Das hat sich gelohnt. Ich bin mir aber auch sicher, dass es da bestimmt 20 Mods für gibt, oder?
Mach langsam. Genau, haben wir da auch einen schnellen Reis. Haben wir hier eigentlich einen? Hier komischerweise nicht. Hm. Ach, da unten? Ah, okay. Sieh dich vor den Banditen im Hochland. Ich dachte, da, wo wir jetzt hinwollen, meinst du, aber na gut. Am Hafen quasi. Oh nein, was ist los? Das ist eine Falle bestimmt. Was ist denn mit deinem Vater? Er hat Holz geschlagen und ein Bär hat ihn angegriffen. Zeig mir, wo es passiert ist. Da drüben, hinter den Bäumen. Hey, den kennen wir doch schon, eigentlich. Sieht zumindest genauso aus. Hinter den Bäumen. Ja, du hast es ja nicht sehr eilig, ne? So lange muss man also warten, bis jemand auftaucht. Ach, guck. Los, Leute. Sag ich doch. Sag ich doch. Und der Junge als nächstes, ey. So, hast du davon? Bist sehr zufrieden. Wo ist er? So, weg. Plot-Twist, jetzt kommt trotzdem noch ein Bär. Ich höre doch irgendwas. Puh. Da ist noch was. Okay, waren wir hier schon? Oh, da ist ja voll. Verlieren wir die Nerven. Ah. Oh, das will ich eigentlich nicht. Die halten ja gar nichts aus. Zack. No. Den hast du in den Dreck gesteckt, oh Gott. Upsi. Kleiner Kollateralschaden. Ups. Ja, ja, du auch noch. Komm schon, komm näher. Du auch noch. Ist da noch irgendwo ein X? Naja. Jetzt haben wir es. Ja, es sind wahrscheinlich weitere Hasen. Los, los! Oh Gott. Seid ihr noch schlimmer als ich? Ah, ist ja ganz furchtbar. Oh, ein Händler. Komm näher, Fremder. Hallo. Oh, Entschuldigung. Hallo. Willst du was kaufen? Zeig mir deine Waren. Ach, guck. Er hat auch ganz viele Karten, aber kennen wir schon. Gut. Damit kann ich leben. Rennsattel. Ich überlege so ein bisschen hier diesen Bachen mitzunehmen. Der ist so teuer. Der ist bestimmt voll selten, ey. Haben wir davon schon ganz viel? Lalalala, wahrscheinlich schon, oder? Oh, wir haben davon ganz viel. Okay. Wiedersehen. Ist das genau das gleiche, meinst du? Vielleicht. Heya! Kann sein. Wir sharen die auch ein Inventar. Kaufleute gleicher Art. Beweg dich! Freunden zeigen wir das Herz, Feinden die Axt. Merkt ihr das? Hier. Wieder irgendein Phantom. So, haben wir hier eine Taverne.
Sieh an, was das Meer da anspült. Hey du, zu welchem Clan gehörst du? Zu keinem. Bin vom Festland. In dieser Taverne trinken nur Krieger von Skellige. Aha, Ich will Ärger. Warum seid ihr denn dann hier? Ihr seht nicht wie Krieger aus, eher wie Schäfer. Jeder Skelliger ist ein Krieger. Sogar die, die im Schafstall zur Welt kommen. Aber das verstehst du wohl nicht. Auf dem Festland sind ja alle Männer Trallen, buckeln vor ihren Herren und betteln wie Köter um Brotkrümel. Wer einem Reisenden die Unterkunft verwehrt, bringt Schande über sich und seinen Clan. Haben eure Väter euch gar nichts gelehrt? Red du nicht von meinem Vater, Jorund, sonst stopfe ich dir den Hals. Und du, Fremder, merkt dir, dies ist nicht Kertrolde und wir sind nicht die Ankret. Hier sind Gäste nicht willkommen. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet, aber okay. Du selbst hast also nichts gegen Reisende? Ich habe was gegen Dummköpfe, egal wo sie herkommen. Geralt von Riva, Hexer. Jorund, Sohn von Siegwald. Wenn du niemanden zum Trinken hast, setz dich doch zu mir. Teilen wir Met und Geschichten. Ist ja sehr nett. Gucken wir gleich. Kann ich hier noch Hallo sagen? Oh ja. Ja, Geralt? Hier. Ich mach nicht oft so ein Spektakel. Du hast sicher selten Gäste vom Festland. Das stimmt. Wenn Redania oder Temeria den Mumm haben, nach Skellige zu kommen, gehen sie meist auf Kertolde an Land. Da ist der Hafen gut und es gibt viele Händler. Und der Jarl ist barmherziger mit den Festländern. Ja, wir hatten da so ein kleines Problem mit dem Anlegen. Diese beiden Typen, die Nervigen, wer waren die? Kuri und Kraki machen immer nur Ärger. Genau wie ihr Vater Leif. Ist er irgendwie interessant? Kommt drauf an. Wenn du Lügner und Feiglinge für interessant hältst, dann sehr. Monstervertrag, aha. Ich habe die Nachricht gelesen. War sehr knapp. Kannst du mehr erzählen? Über die Bestie? Es ist ein Geist, glaube ich. Oder irgendein anderer Albtraum. Sucht Eldbergheim, beim Leuchtturm. Es fing alles ganz harmlos an. Eines Nachts blieb der Leuchtturm dunkel. Ohne sein Licht kommen die Schiffe nicht sicher nach Arinbjörn. Also haben wir zwei Männer losgeschickt, um nachzusehen. Lass mich raten. Sie sind nicht zurückgekommen. Stimmt. Mikjal, der Leuchtturmwärter, war auch verschwunden. Ich stellte einen Suchtrupp zusammen und segelte los. Als wir uns der Insel näherten, riss ich das Ruder herum und drehte um. Ich hatte am Ufer eine Erscheinung gesehen. Du hältst mich bestimmt für einen Feigling, aber Stahl hätte nichts genutzt. Das habe ich gespürt. Mir fiel nur noch ein, im Dorf Geld für eine Belohnung zu sammeln. Hilf uns. Dann gehört es dir. Ja, komm. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Danke, Geralt. Du bist ein feiner Kerl, muss ich schon sagen. Tatsächlich, Phantom, okay. Das muss der sein, den der Jarl hat rufen lassen. Hat der hier noch irgendwas? Oh, nur Speis und Trank. Was denn? Ja, was? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Nur Delikatessen. Aber ein Vagabund vom Kontinent wird es sicher nicht zu schätzen wissen. Cooles Verkaufsgespräch. Hier gibt's Karten. Gut, Hühnchen. Aha. Na gut, naja. Leb wohl und danke für die ausgezeichnete Bedienung. Ausgezeichnete Bedienung geht so. So mittel. Das ist keine Tür. Aha. Ich geht. Guti. Haben wir alle. Nee.
Können wir noch auf die anderen Inseln? Da gibt es auch noch schwarze Bretter. Weißt du was? Jetzt, wo wir die ganzen Pünktchen haben, machen wir das einfach mal. Irgendwas ist da am Rumrühren. Egal. Machen wir erstmal hier. Mhm. Und sieht es hier irgendwie wesentlich anders aus? Ja, die Häuser sind ein bisschen schicker. So die feine Insel. Wo soll hier das Brett sein? So sieht das wieder voll groß aus. Ich dachte, die ist so klein, die Insel. Im Vergleich ist sie das auch. Wenn man hier ein bisschen ranzoomt. Auch mehrere Dörfer. Was ist denn? Du machst dein Gesicht, als hättest du ranzigen Tran getrunken. Inge hat mich rausgeworfen. Oh. Hat sie von deinem Techtelmechtel mit Gista erfahren? Nein, sie hat rausgekriegt, dass ich mich geweigert habe, mit Chalma nach Undvik zu fahren. Sie hat mein Schwert ins Meer geworfen. Ein Feigling kann nichts damit anfangen, sagte sie. Wir müssen das Schwert finden. Für uns. Schieben? Ne. Kann ich irgendwie... Ahnung, mal hier Waren drauf rumrutschen lassen. So. Gut. Ja, vielleicht irgendwie Werft oder so kann sein. Dann probier. Na gut. Probiere ich mal nach da zu kommen, aber hier über den Schnellreisepunkt. Oh, Hund. Einmal verschieben. Hier, habe ich gehört. Na, ja, nee, nicht noch Schild treten. So. Gut. Hier. Denn die Häuser auch wieder ein bisschen anders aus. Hallo, wie sieht's denn hier drinnen aus? Überall ganze Schweine, ey, ganz ehrlich. Was soll das alles essen? Oh, der Schlachter. Und jetzt der Trick ist jetzt folgendermaßen, wenn wir jetzt sowieso auf dieser Insel hier sind, können wir auch mal Schreckfest gucken. Er würde kurzen Prozess machen mit dem Biest. Biest? Habt ihr ein Problem mit einem Biest? Da ist noch ein Ausrufezeichen. Was? Achso, Zutat. Hallo Svana. Kann ich kurz mit dir sprechen? Ich diene der Göttin und ihren Kindern. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Rennen, Bist du Svana? Ich bin wegen der Heldenrennen hier. Können Fremde auch mitmachen oder nur Leute von hier? Freya kennt keine Fremden. Jedermann kann sie ehren, indem er in den Rennen sein Leben aufs Spiel setzt. Nee, auf Verfahren. Unsere Rennen sind anders als auf dem Festland. Bei uns gibt es nur eine einzige Regel. Wer zuerst im Ziel ist, gewinnt. Manchmal ist das der Schnellste. Aber manchmal auch derjenige, der seine Gegner aus dem Sattel holt. Oha. Daher der Name. Was kostet die Teilnahme? Mut. Wenn du den hast, häng ein Hufeisen da auf. Ähä. Gibt's für den Gewinner eine Belohnung? Er wird den Ruhm baden und kann sich feiern lassen. Ich hatte auf etwas Greifbares gehofft. Uns ist sowas nicht wichtig.
Aber ja, der Sieger erhält ein hübsches Erinnerungsstück. Ein Schwert, einen Helm oder manchmal auch ein Schild. Was sagt man dazu? Ihr könnt ja doch praktisch denken, wenn ihr wollt. Ja, Anhammer. An Mut mangelt's mir nicht. Zeit ist bei mir schon eher knapp. Vielleicht komme ich wieder. Bis dann. Huldige ihr. Man kriegt halt so das, was von Gegnern übrig ist. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? Ich habe keine Ahnung von Sprechern hier, ne? Aber manche Stimmen kommen mir auf jeden Fall irgendwie bekannt vor, ja. Oh. Oh, Entschuldigung. So, wo müssen wir denn hier? Wir folgen einfach mal dem Weg. Dem GPS. Was ist hier? Eine Ablenkung. Moment. Was ist hier schon wieder am Rumrühren? Hm, kommt mal hier rein. Oh, irgendwas vibriert auch. Oh. Lutze trinkt was. Los, los! Oh, da ist ein... Da ist ein Schatz. Wer bewacht den? Wer wird das sein? Aha. Na, die nicht mehr. Nee, Erscheinung. Ich weiß, Erscheinung. Das war ja mal gar nichts. Überlegener Donner, ja! Haben will. Wahrscheinlich nicht einfach so, ne? Überlegener. Nee, Quatsch. Überlegener. Donner. Weiße Möwe ist das Einzige, was fehlt. Oh ja. Das ist ja ein Ding. Und hierfür fehlt... Ah. Verstehe. Okay. Behalten wir mal im Hinterkopf. Kirschlikör klingt aber auch gut. Ist da jemand? Nö. Oh, ist doch noch ein Stück. Ich dachte, wir sind gleich da. Hallo, ihr Priesterin. Jetzt haben wir hier auch einen Punkt. Das führt uns hier nur durch. Noch ein Punkt. Noch ein Reisepunkt. Reichlich. Hier sind wir. Grüß dich, Jen. Gut, dass du da bist. Ich krieg schon Frostbeulen. Was zu tun? Wärme anziehen sollen? Ja, ja. Du hättest dich wärmer anziehen sollen. Mhm. Gleich nähst du mir Fäustlinge an den Mantel, hm? Können wir? Ja. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindarsfjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Aha. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. Quid, Hanne, noch nicht ganz trocken hinter den Ohren, doch da liegen sie. Und ich, lebendig und gesund. Ach, vielleicht stand es in den Sternen. So wie sie da am Ufer stand, hat sie wahrscheinlich erwartet, dass wir übers Wasser kommen. Eine Art Ritual. Wir werden warten müssen. Kommt nicht in Frage.
Liebe Schwestern, entschuldigt die Störung, aber wir kommen in einer wichtigen Sache. Seht ihr nicht, dass wir der Toten gedenken, ihr? Und wir suchen jemanden, der noch lebt. Bitte, es ist dringend. Dann sprich. Also, Wildjagd, ja. Die wilde Jagd soll dieses Dorf zerstört haben. Das stimmt. Auch wenn uns kaum jemand glaubt, ihr sicher auch nicht. Habt ihr Reiter auf Pferdeskeletten gesehen? Die Rüstungen mit Raureif bedeckt? Ja, genau. Sie sind mit einem Schiff aus den Nägeln der Toten hier gelandet. Wie in den Balladen. Leif schrie, holt die Kinder! Dann kamen sie, trafen ihn ins Gesicht, wollte etwas flüstern. Aber es kam nur Blut. Du wolltest nach jemandem fragen und nicht in ihren Wunden stochern. Ja, das stimmt. Es reicht. Was geschah dann? Sonst helfen sie uns vielleicht nicht oder so. Yen, lass sie in Ruhe. Ach, du kapierst es nicht. Wenn wir erfahren, wo... Doch, ich kapiere es. Du sollst trotzdem aufhören. Du hast recht. Komm zur Sache. Sofort. Also? Wir suchen nach einer jungen Frau namens Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Tut mir leid. Sie ist nicht hier. Wenn sie nicht in einem Grab liegt? Der Name sagt mir nichts. Aber ich habe so viele begraben. Vielleicht habe ich es vergessen. Diese Ciri, hat sie eine Narbe hier auf der Wange? Ja, ja. Was ist mit ihr passiert? Weiß ich nicht. Ich habe sie nur einen Augenblick gesehen. Kurz bevor... davor. Sie war an den Stellen mit dem... dem Feigling. Tausendfach verflucht sei er. Hä? Erinnerst du dich sonst noch an etwas? Irgendwas? Nur daran, dass sie müde aussah. Sehr müde. Und sie hatte nasse Haare. Großartig. Oh. Nun wissen wir, dass sie gebadet hat. Was für ein Fortschritt. Tut mir leid. Der Feigling. Entschuldigung, der Feigling. Der Feigling hätte euch mehr sagen können. Ja, wer ist... Dieser Feigling, von dem ihr sprecht, hat er einen Namen? Er hatte einen, bis er aus der Sage der Ahnen gestrichen wurde. Es ist, als existiere er nicht mehr. Es ist verboten, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren. Sein Name darf nicht genannt werden. Was hat er denn getan, um das zu verdienen? Er ist vor der wilden Jagd geflohen. Er allein. Wir müssen mit ihm reden. Auch wenn das nicht euren Bräuchen entspricht. Ihr kommt zu spät. Er ist in den Garten gegangen, um gegen Morgwag zu kämpfen. Aha. Wo ist dieser heilige Garten? Nicht weit von hier. Im Norden. Wir haben dort einst Heilkräuter gezüchtet. Und jetzt? Jetzt gehen wir nur noch bis zu dem Baum, den die Göttin gepflanzt hat. Dorthin tragen wir unsere Opfer und Bitten. Wer sich weiter wagt, bleibt für immer im Garten. Na gut, und was ist das? Ein Viech? Morgwag? Was ist das? Wer, meinst du? Der mieseste Mann, der je auf den Skelligen gelebt hat. Nichts war ihm heilig. Er hat das Land seines eigenen Clans angegriffen, Gold von Nilfgaard geraubt, Kinder und Schwangere getötet. Die Sorte kenne ich. Es hieß, er fürchte nur den Zorn der Götter. Das wollte Morgwag nicht auf sich sitzen lassen. Er segelte nach Hindersfjall, um den Garten der Göttin zu zerstören. Das war vor über 10 Jahren. Die Erzpriesterin Ulve trat ihm in den Weg. Er stieß ihr eine Klinge zwischen die Rippen und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie ihn. Und Morgwag verwandelte sich in eine Bestie. Mhm. Ein Fluch? Ein Monster? Also du hast Arbeit. Ich bin nicht zum Arbeiten, ja. Ich kann Morgwag besiegen. Ich weiß nicht, zu was er geworden ist, aber das Silberschwert dürfte wirken. So einfach ist das nicht. Morgwag wurde schon oft besiegt, aber er kehrt immer zurück. Ein komplizierter Fluch, also. Ich brauche mehr Details.
Verstehe ich, aber mehr weiß ich nicht. Sprecht mit Torda, Sohn des Einer. Er war im Garten, als Morgwak und seine Männer angriffen. Er hat gesehen, was passiert ist. Von allen Pilgern, die damals dort waren, ist nur er entkommen. Er wohnt in Larvik. Ihr findet ihn dort am Anlegeplatz, wenn er nicht gerade auf See ist. Gut, das hier, das lassen wir mal, glaube ich. Wobei doch, ich frage das hier mal, vielleicht erklärt das dann, vielleicht erklären die uns, was es mit diesem Ritual oder was auch immer auf sich hat. Ein Feigling, der freiwillig in den Kampf zieht. Kommt nur mir das widersinnig vor? Darum hat er es getan. Der Feigling wusste, er kann die Ältesten nur umstimmen, wenn er Morgwak tötet. Und so seine Ehre und seinen Namen wiederherstellen. Ein Prozess durch eine Probe. Typisch für die Skelligen. Ich verspotte eure Gesetze nicht. Respektiert unsere bitte auch. Sigi, Sigi. Danke für eure Hilfe. Ihr wollt also den Garten aufsuchen? Ich mag es nicht, wenn Fremde den heiligen Boden betreten. Aber nun gut. Der Brauch will, dass Pilger vor dem Baum etwas von ihrem Blut opfern. Der Feigling hat das bestimmt getan. Es sei denn, er war nicht nur feige, sondern auch respektlos gegenüber Freya. Mach dir wegen uns keine Sorgen. Geralt und ich zollen den Göttern immer den Respekt, den sie verdienen. Klar. Hexer. Was? So. Finde Freyas Garten und suche nach Feigling. Nee, sie verdienen, ja. Stimmt auch wieder. Ausrufezeichens. Nun gut. Gehen wir da einfach mal hin. Mal gucken, was passiert. Vielleicht ist es da ja ganz anders, als wir alle erwarten. Vielleicht ist diese Spur schon kalt. Auch wenn der Feigling tot ist. Wir schaffen das schon. Wie denn? Das wirst du dann sehen. Du könntest wirklich etwas freundlicher sein. Vielleicht. Aber dann wäre ich nicht die Frau, in die du dich verliebt hast, oder? Kein Kommentar, offenbar. Sie ist also unser Zielpunkt hier. Na gut. Rechts ein. Sieh einer an. Das muss Morg wachsen. Einen Bissen. Nur einen haben. Ein Stückchen. Einen Krümel. Essen. Essen. Scheiße! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Offenbar freut er sich nicht, uns zu sehen. Warte, bis er mich genauer sieht. Warte mal, warte mal. Es hat vibriert. Aha. Ja, dahinter. Also, wo fangen wir an? Gehen wir zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt, aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Hexer sind beim heiligen Baum suchen, ja. Hier ist was, ja. Der Feigling war hier. Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja. Das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Okay. Gut.
Dann also bis später. Pass auf dich auf. Ich brauche dich, wenn ich Ciri finden will. Komm schon, war ein Scherz, du Trottel. Ich brauche dich, Punkt. Besser? Besser. Naja. Interessante Dynamik. Das Blut des Feiglings. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Komm, probieren. Ist das hier noch was Separates? Da unten ist etwas. Ich kann's nicht erkennen. Hä? Aha. Flache Spuren. Der Feigling ist vorsichtig aufgetreten. Was ist das hier? Oh, geht tatsächlich rein. Ich guck nur mal kurz. Oh, geschlossen. Und hier auch. Na gut. Und wo führt das hier hin? Aha. Ist jetzt hier der Garten wohl. Aha, und da ist auch ein Wolf. Ein anderer Wolf. Das war's noch nicht. Keine Bissspuren. Morgwag frisst seine Opfer nicht. Seltsam. Ist das der Feigling? Nein, der liegt schon länger hier. Was? Ich verstehe dich nicht. Komm näher, wenn du reden willst. Ihre Sinne sind leise. Wirklich getrübt. Monsterspuren. Es ist gerannt. Hat etwas verfolgt. Es sind noch weitere rote Pünktchen. Oh, war das Herumschleichen wohl leid. Oh. Und hat angegriffen. Wie lange soll ich noch machen? So. No. Der Feigling war verletzt. Er rannte los. Ja, wohin rannte er denn? Das Blut des Feiglings. Ach was. Das ist neu. Es ist eine Pflanze. Aha. Hat irgendwie Kratzspuren das oder so. Das Blut des Feiglings. Ah, ja, ja. Hier vielleicht? Können wir die anderweitig öffnen? Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht, aber nicht die Tür. Morgwag gibt nicht so einfach auf. Jetzt? Morgwag gibt nicht so einfach auf. Wird das hier aufnehmen? Es führt aber irgendwie hier hin, oder? Die Tür rührt sich nicht. Aha. Der Feigling muss sie versperrt haben. Oder verrammelt. Ich muss außenrum. Verstehe. Wie sieht's hier aus? Achso, das ist jetzt das hier. Ich glaube, da war aber zu. Dann gehen wir. Oder ist er jetzt offen? Schlüssel benötigt. Gibt es tatsächlich einen? Naja, hier nicht so. Sind das hier die Spuren, die wir... Ja, das sind die, die wir
ursprünglich verfolgt haben, ne? Ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Wie weit außenrum ist denn außenrum? Versucht man dem GPS zu folgen. Wie will uns das hier hin lotsen, oder? Kommen wir irgendwo hoch? Nee. Unsicher. Schlüssel. Wo kriegen wir einen Schlüssel her? Und das hier ist aber nichts weiter, oder? Da unten ist etwas. Hm. Ich kann es nicht erkennen. Das ist irgendwie ein Gitter, ne? Naja, Tatsache. Ach so. Stimmt, ist da der Schlüssel drin, ne? Wie kommen wir da ran? Hier irgendwo was aufsprengen. Bäh. Vielleicht hier so. Vielleicht hier so. Was? Wieder nur ein Hund. Gut, 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 gut. Aber Spuren gibt's hier wieder. Wasser. Aha. Diverse Spuren, alte und neue. Sein Lager muss in der Nähe sein. Kommen wir hoch. Theoretisch ja. Oh. Da komme ich nicht rüber. Ich muss runter, falls ich die Schleuse aufkriege. Scheint ein gewöhnlicher Mechanismus zu sein. Ein Hebel, um das Schleusentor auszuwählen und einer, um es zu bedienen. Mhm. Nutze den Hebel, um das Fluttor zu öffnen, damit du weiter vordringen kannst. Na gut. Oh. Mhm. Aha. Wenn ich jetzt hier nochmal mache. Ah. Wenn ich jetzt hier mache. Geht irgendwas anderes auf. Okay. Da das wahrscheinlich. Welches will ich haben? Es vibriert ganz toll. Wahrscheinlich das andere Tor. Ja, ich glaube, das nutzt nichts, oder? Ja, nein, weiß nicht. Oh, ich sehe nichts. Oh, ich sehe nichts. Wo bin ich? Holy shit, wo bin ich? Oh, oh. Wow. Ja, weiß nicht so recht. Schlüssel. Eines Vorhängeschlosses. Die Knochen sind durch die Kluft gefallen. Vor Jahren. Da noch was? Was? Dazu sagt er nichts.
Was? Okay, ist die ganze Höhle einfach nur für den Schlüssel da? Ein Luftzug. Da oben muss noch eine Höhle sein. Oder ein Ausgang. Aha. War doch noch irgendwas, oder? Ein Luftzug. Oh. Da oben muss noch eine Höhle sein. Oder ein Ausgang. Na gut. Wir haben Schlüssel. Mal gucken, ob der tatsächlich da zu den Türen passt. Das mache ich vielleicht zuerst mal kurz. Wenn ich hier irgendwie, rauskomme. Sekunde. Wo komme ich hier her? Falls das überhaupt Türen mit Vorhängeschloss waren. Bin ich so sicher. Tatsache. Ah, Morgwachs. Tagebuch. Tag 24. Theuster der Weise hat seinem Beinamen wirklich keine Ehre gemacht. Er hat mich bezahlt, damit ich sein Dorf nicht angreife und dann, weil er sich für so klug hielt, die Wache abzuberufen wahrscheinlich. Nie war es einfacher gewesen im Leben. Wir schlitzen den Männern im Schlaf die Kehle auf und vergnügten uns mit den Weibern bis zum Morgengrauen. Nicht viel Beute, aber erstklassige Unterhaltung. Als wir von Ranweig fortsegelten, hörten wir Eulen rufen, ein schlechtes Omen. Also habe ich den Befehl gegeben, zum Ufer zurückzukehren. Pucke machte sich lustig, wie ich denn mutig sein könne, wenn ich Angst vor den Göttern hätte. Ich warf ihn mit einem Messer zwischen den Rippen über Bord, aber ich weiß, dass ich in den Augen der Jungs an Respekt verloren habe. Ich muss etwas tun, um zu beweisen, dass ich an Bord immer noch den längsten Schwanz habe, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Unser Besuch auf Hindarsfjall war ein voller Erfolg. Tote Priesterin, zerstörtes Denkmal, verbrannte heilige Bücher, geleerte Metfässer. Das Silber haben wir aufgeteilt. Ich habe die Votivgaben genommen. Norulf, Sohn des Odeleik, was? Die Becken und Löffel, Mohns Sohn, die Leuchter und den Schmuck. Während Thorder Sohn von Einar seinen Anteil aus Angst vor Freyas Zorn nicht an sich nehmen wollte. Umso besser, dann bleibt mehr für uns. Morgen segeln wir nach Spikerok. Und sehen nach, was die Händlerweiber auf den Markt gebracht haben. Ach du je. Die N sowieso Dingsbums. So, das war das. Kommen wir hier auch rein? Jo. Oh, ziemlich eng hier. Feuergenius. Radovid der Fünfte. Was? Der Gestrenge. Aha. So, das war das. Und jetzt öffnen wir nochmal das andere Türchen da. Zwischendurch eingepennt, ja. Das ist auch mühselig hier ein bisschen. Oh, hat nicht funktioniert, oder? Hä? Haben wir noch irgendwas anderes aufgemacht? Ach, hier. Oh, Mann.
haben wir jetzt schon wieder gemacht. Was sind wir denn jetzt? Ich glaube, jetzt sind wir komplett rausgegangen, einfach aus dem ganzen Gebiet. Okay, das ist es irgendwie nicht. Nee, wir sind hier noch am Erkunden. Wir haben einen Schlüssel gefunden, dem wir die Türen da am Anfang aufmachen konnten und haben irgendwie More Dingsbums Tagebuch gelesen, was mir irgendwie nicht so richtig viel sagte. Er wollte allen beweisen, dass er den längsten hat. Das ist die Kurzfassung. So, aber ich glaube... wir müssen da aufmachen. Hier so. Sind wir jetzt im richtigen Gebiet? Eventuell sollte ich nach Spuren gucken. Moment. Wenn ich schon mal hier bin. Aha. Hier so. Na? Morgwag ist durch diese Tür gebrochen. Er muss was dahinter gewittert haben. Mhm. Bevor wir da reingehen, ist hier noch irgendwas? Viel Gebiet, wenig Zeug. Oder? Das Blut des Feiglings. Ach so. Und was ist hier? Ist das die Tür von der anderen Seite oder was? Oh. Ist das hier? Kann sein, ja. Dass irgendwie eine Tür ist, die man von der anderen Seite nicht aufbekommen hat. Anyway. Gucken wir mal. Ein Symbol unberührt, von Freya. Nichts gefressen. Morgwag verschlingt seine Opfer nicht. Merkwürdig. Zurück. Ich komme immer zurück. Hi. Da werde ich fast neidisch. Willst du eine Geschichte hören? Erzähl. Wenn's sein muss, bin ganz Ohr. Es kamen Krieger, wussten, dass sie mich nicht töten konnten. Legten eine Falle, ketteten mich an, schlossen mich hier ein. Weißt du, was ich getan habe? Ich biss mir das Bein ab, um mich zu befreien. Jeder Biss war zum Heulen. Ich spuckte Blut. Die eigenen Gliedmaßen abbeißen tat weh? Wer hätte das gedacht? Du verstehst das nicht. Das war mehr. Mein Maul brannte. Als ob ich Feuer geschluckt hätte. Als ob alles in mir zerrissen wäre. Ich dachte, ich sterbe. Aber ich schaffte es. Und dann zerriss ich sie. In kleine Fetzen. Ein winziges Stöckchen. Diese verfluchten Helden. Schon nicht so nett. Hat die Geschichte eine Moral? Hat deine Geschichte auch eine Moral? Oder prallst du nur?
Die Moral ist, du kannst mich nicht töten, nicht aufhalten, nicht fesseln. Ich entkomme überall. Der Fluch, ich kehre zurück, um dich wieder zu erholen. Kann es sein, dass wir irgendeine Information brauchen? Verlieren wir die Nerven. Wie wir den erledigen können. Hier kann ich nicht speichern. Nee. Oh, einfach so. Ich bin nicht dran. Oh. Und ja, wir können eventuell mal gucken, was haben wir denn hier so? Hybriden. Geister, Bestien. Ist das Bestien? Der zweite Werwolf. Ich glaube. Warte mal. Was sind hier die normalen? Konstrukte. Tralala. Wo war der denn drunter? Verflucht. Ah, verflucht. Okay. Verfluchtenöl also. Aha. Eventuell. Verfluchten Öl. Wie gesagt, ich glaube nicht so richtig dran, dass das alles ist. Stunt. Scheiße. Na komm schon. Okay, das geht. Können wir jetzt reden? Ich kann's erst jetzt. So ist der Fluch. Ich muss beißen, kratzen, zerfleischen. Bis zum Umfallen. Du hast Zeit, bis mein Blut versiegt und ich zurückkehre. Hör zu. Ja, bitte. Brich den Fluch! Befrei mich endlich! Ich werde dich belohnen! Ich brauche Details. Ich suche übrigens Feigling. Ich suche einen Mann, den man den Feigling nennt. Er kam wohl her, um dich zu töten. Hat's wohl nicht geschafft! Wer herkommt, stellt sich selten vor. Wie hat er ausgesehen? No, keine Ahnung. Na. Dann kann ich nicht helfen. Ich hab schon viele zerrissen. Inwiefern belohnen? Sagtest du etwas von einer Belohnung? Geplündert. Geflattert, getrunken. Mit einer Ausnahme. Echter Schatz. Versteckt. Dein... Wenn du mir hilfst. Das hilft mir nicht sehr viel weiter, aber gut. Erledigen? Nee, hier. Es macht also keinen Spaß, ein Werwolf zu sein? Es ist furchtbar. Nicht der Garten, an den ich gebunden bin, sondern der Hunger.
Was immer ich verschlinge, wird zu Asche. Ich kann nichts fressen, nichts trinken. Und doch lebe ich und streife umher. Der Hunger ist schrecklich. Ich fresse mein eigenes Fleisch. Aber der kleinste Bissen brennt in der Kehle. Wie heißer Teer. Ewiger Hunger. Klassischer kann kein Fluch sein. Das würde erklären, warum die Leichen alle unberührt waren. Hilf! Sonst komme ich zurück und reiß dich in Stücke. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Geh und sieh. Ich rate dir gut. Füttern. Was? Erledigen. Da leb wohl. Haben wir schon einen Plan, was wir machen wollen? Nee, oder? Ich bin ein bisschen neugierig, was passiert, wenn wir füttern sagen. Vor allem mit was? Wir können es uns aussuchen. Ach, interessant. Aha, Banane. Tja. Kann ich auch abbrechen? Nichts? Soll das ein Witz sein? Soll das eine Ablenkung sein? Ich werde dich fangen. Und dann gibt's was zu lachen. Was, wenn ich leb wohl sag? Leb wohl. Bis. Leb wohl vor allem. Bald. Oh. Na gut. Die Spuren führen zum Brunnen. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken als gefressen werden. Ach so. War hier noch Loot? Ich sehe es aber nicht. Wo war der denn? Ach, hier. Werwolffleisch. Aha. Okay. Spring in den Brunnen. Ja, können wir machen. Und das Fleisch, das ist irgendwie Questgegenstand. Aha. Interessant, interessant. Wir sollen aber in den Brunnen springen. Namenlos, ist auch schön. Steht da einfach. Wurzeln, dann bin ich direkt hinter dir. Hey, hörst du mich? Geralt, hast du mich erschreckt? Tut mir leid, keine Absicht. Das will ich hoffen. Sag Bescheid, wenn du den Feigling findest. Was ist der Trick, ihn damit zu füttern? Das Blut des Feiglings. Ja, ja. Finde Feigling, ach was. Na, mal gucken. Das Blut des Feiglings. Hier so? Verdammt. Tot. Schon eine ganze Weile. Yen, ich hab ihn. Und? Ich hab schon Moder heute gesehen, die besser aussahen als er. Scheiße. Also, kratz zusammen, was du kannst und schaff die Reste her. Bestimmt hat sie einen Plan. Du hast wohl einen Plan? Ach was, verwesendes Fleisch fasziniert mich einfach. Na. Wir reden, wenn du hier bist, ja? Yen, charmant wie immer. Komm,
Ich will dich jemandem vorstellen. Er verwest schon. Aber die Stimmbänder sind intakt. Vielleicht kriegen wir noch was aus ihm raus. Was? Er sieht nicht sehr geschwätzig aus. Man kann jeden zum Reden bringen. Auch eine Leiche. Man muss nur wissen, wie. Ich dachte, Nekromantie sei streng verboten. Das ist Sex vor der Ehe auch. Aber ich gebe nichts auf solchen Blödsinn. Schwarze Magie ist kein Jux. Ja, komm. Brauchst du noch etwas für den Zauber? Mhm. Das Blut eines Neugeborenen, eine Jungfrauenzunge und das Auge eines Molchs. Jetzt nochmal ohne Sarkasmus? Ich brauche nichts. Ich bin eine Zauberin, keine Kräutermuhme. Ich brauche nur Energie. Davon allerdings reichlich. Zum Glück ist dieser Ort voll von Magie. Außerdem ist er heilig. Die Priesterinnen werden toben, wenn du mit seiner Energie Leichen wiederbelebst. Also sollten wir besser fertig sein, ehe sie merken, was passiert. Ja, komm. An die Arbeit. Ew. Selene, Tefrain! Selene, Davida! Von Lofoten. Nein, ich habe keinen Namen. Skjall. Wir suchen nach Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Hast du sie gesehen? Sie ist der Grund für meinen Fluch. Ist mir egal. Was ist mit ihr geschehen? Was hat sie hier gemacht? Sprich! Nein! Sprich! Sprich! Das Meer! Sie fiel! Ist fast ertrunken! Ich muss jetzt gehen. Wir treffen uns unter dem Felsen der Ertrunkenen. Behältst du das? Mhm. Wiederhol es. Felsen der Ertrunkenen. Du bist wach. Und ich dachte schon... Wer bin ich? Und wer bist du? Schon gut. Du bist auf Hindas Fjall im Dorf Lofoten. Man nennt mich Skjall. Aber wie bin ich...
Was? Wir haben dich aus dem Meer gefischt. Dich und deinen Freund. Wie lange habe ich geschlafen? Fast einen Tag. Heute früh haben wir dich reingeholt. Jetzt bricht die Nacht an. Verdammt. Zu lange. Du musstest dich dringend erholen. Hast einiges durchgemacht, oder? Hast ein paar hässliche, frische Narben. Was? Du hast mich ausgezogen? Ja, komm. Ja, ich habe einiges durchgemacht. Und ich dachte, Festlandfrauen kämpfen nicht. Manchmal bleibt ihnen nichts anderes übrig. Und wo ist er? Mein Freund? Der ist vor einer Weile losgezogen. Hat gesagt, er müsse ein Boot finden. Warum trägt er diese Maske? Stimmt was nicht mit seinem Gesicht? Nein, er will nur nicht, dass andere es sehen. Hilf mir hoch. Ich glaube, du solltest weniger lieber... Weniger Worte, mehr Taten. Oh, typisch, mein Bruder. Man guckt einen Moment nicht hin, schon legt er die Pfoten an ein Mädchen. Astrid, du bist wirklich zu blöd. Du weißt ganz genau, dass ich ihr hochhelfe. Ich weiß, es ist grausam, aber ich muss das Brautwerben stoppen. Komm, wir gehen in die Sauna. Wohin? Mach den Mund zu, sonst kommen Fliegen rein. In die Sauna. Mädel, du warst ganz blau gefroren, als wir dich hier reingebracht haben. Wir müssen dir das Blut auftauen. Aber ich hab noch was vor. Tut mir leid, aber ich muss zum Felsen der Ertrunkenen. So schnell wie möglich. Ich zwinge dich nicht, hier zu bleiben. Aber das ist recht weit. Und du kannst kaum laufen. Nimm besser ein Pferd. Stimmt. Skjal kann dir ein Pferd satteln. Du musst einen Augenblick warten. Aber du bist immer noch schneller als zu Fuß. Ja, das wäre gut. Vielen Dank euch beiden. Schnickschnack. Nichts zu danken. Komm jetzt. Zeit, dich gesund zu schwitzen. Wo sind denn meine Kleider? Die habe ich schon. Komm. Ach, der ja, Mann in der Maske, der kommt von weit her, nicht wahr? Oh ja, von sehr weit her. Und von wo genau? Du bist aber neugierig. Überrascht dich das? Mein ganzes Leben ist eine Stadt. Ich würde alles drum geben, zu reisen wie du. Upsi. Wie ich? Nein, das würdest du nicht wollen. Glaub mir. Ich kann nicht wirklich springen. Hast du gesehen, wie Snorri sich rausgeputzt hat? Wo muss ich denn hin? Hier ich irgendwo. Ich kann ihn sehen, so glänzt es. Hier ist der Eingang. Aha. Also schön. Rein mit dir. Und raus aus den Fetzen. Alles ausziehen? Ja, natürlich. Aber. Was ist denn eine Kleider? Umkleider. Ah, hier ist noch eine Tür. Na gut, guck mal kurz weg. Ich in ein Handtuch wickeln, in die Sauna gehen, anziehen und gehen. Ja, oder? Dürfen wir das? Wir probieren es mal. Ach ja. Ach, guck. Hier ist Ankleidezimmer, ne? Du brauchst ein Handtuch? Na, mach wie du meinst. Endlich. Ich hatte schon Sorge, sie... Ach, Mama, du machst dir immer Sorgen. Es ist alles in Ordnung, nicht wahr? Hm? Ja, alles in Ordnung. Gut, das ist gut. Aber was willst du mit dem Handtuch, Kind? Das wird doch nur nass. Mama, sie ist vom Festland. Sie ist schüchtern. Immer noch kalt. Was? Genau. Ich hatte Sorgen, dass es zieht. Eine Lungenentzündung kann ich jetzt wirklich nicht brauchen. Siehst du, Astrid? Mädchen in deinem Alter können vernünftig sein. Vernünftige Mädchen werden nicht an der Küste angespült. Kalter Zug in der Sauna, ey.
Wir schwatzen und der ganze Dampf ist weg. Wir brauchen noch einen Aufguss. Sag mal, bei dir zu Hause, gibt's da auch Saunas? Ich rede nicht gern über mich. Wie kommt's? Jemand könnte nach mir suchen. Ich will euch keine Schwierigkeiten machen. Für Skial ist es schon zu spät. Wie? Er ist total verschossen in dich. Hat den ganzen Tag an deinem Bett gesessen und dich angestarrt, als wärst du ein Kunstwerk. Astrid, das solltest du ihr doch nicht sagen. Oh, na, jetzt ist es zu spät. Gefällt Skial dir? Fällt mir gut, bestimmt nett. Eigentlich ziehe ich Frauen vor. Ich bin neugierig. Um ehrlich zu sein, mag ich Frauen lieber. Ach so, verstehe. Die Skalden haben recht. Liebe trägt viele Gewänder. Hm. Hört mal, es ist hier sehr schön mit euch, aber ich muss jetzt dringend los. Verstehe. Wer würde schon in diesem Nest hocken wollen? Hier ist jeder mit jedem verwandt und es stinkt nach Fisch. Ich glaube kaum, dass du mit irgendwem hier verwandt bist. Niemand in Lofoten nörgelt so rum wie du. Setz dich und sei still. Kind, Skial hat die Pferde bestimmt schon gesattelt, aber ehe du gehst, musst du noch schnell ins Wasser springen. Das tut dir gut. Okay. Ja, also, warum nicht? Geh durch die Tür, dann siehst du den Pier. Pass auf, er ist glitschig. Vielen Dank nochmals. Schon wieder nicht zu danken. Viel Glück auf deiner Reise. Unterzusliden. Ja, eigentlich war das ja jemand anders. So, hier so. Oh, kalt. So. Lungenentzündung. Trink einen Schluck von Feuerwasser. Hier? Oh. So, geh zu Entschuldigung. Skial in den Stall. Und wie komme ich hier raus? Verzeihung. Vielleicht soll ich mich auch wieder umziehen, ne? Das ist eine gute Idee. Ja. So, tschüss. Das war, ja. Es zieht ein Sturm auf. Ich muss deiner Mutter sagen, dass sie... Hier. Oh, hier bist du. Die Pferde sind bereit. Ich auch. Wollen wir los? Hör mal. Ich hoffe, meine Schwester hat doch keinen Mist erzählt, oder? Nur, dass du mich magst? Oh. Wirklich keine Zeit. Ach, komm. Nein. Außer, dass du in mich verknallt bist. Was? Aber sie sollte doch... Außerdem bin ich nicht... Natürlich bist du... Aber... Ach, weißt du. Reiten wir los. Du hast es eilig und es wird bald dunkel. Ja, gehen wir. Du hast recht. Vielleicht komme ich eines Tages wieder. Dann können wir uns unterhalten. Klingt gefährlich. Das sollte es nicht. Ich nehme Njord. Du nimmst Graurücken. Sie ist alt, aber sie macht... Lauft um euer Leben! Oh. Bleib hier. Ich... Ich komme alleine klar. Du weißt, wenn du gut gemacht hast?
Heldenjagd, aha. Alter. Das ist aber noch mehr. Wir müssen sie beschützen. Du weißt, wenn du wütend. Zoom, zoom ist so cool. Oh. So viel Zoom, zoom. Das ist eine Art Mutant. Du weißt, wenn kann du ich eigentlich? Nee, kann ich nicht. Ah. Oder doch, warte mal. So war das. Ah, so war das. Yeah, yeah, yeah. Kann sich doch ein bisschen heilen, oder? Mach das besser mal. Irgendwie ging das. Ups, wir stehen daneben, glaube ich. Ist einer von uns? Versuche die Krieger der wilden Jagd zu. Warum versuche? Oh, 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 deswegen versuche. Scheiße. Da war ich zu leichtsinnig. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, lass mal. Lass mich. Du weißt, wenn du wütend gemacht hast. Ach, Mann. Und dann wegzoomen. Was? Warum sagt er das immer? Ich hoffe, er weiß, wen er wütend gemacht hat. Nein, nein, nein. Ich hoffe, er weiß es nicht. Genutzt, aber war cool. Ah, stehen wir aber ein bisschen besser da. Ah, komm her. Schaffbar hier oder? Bin mir da noch nicht so sicher. Direkt zum nächsten hingezoomt. Gibt's hier irgendeinen Trick? Ach so. Jetzt kann ich mich aufs Schwert schwingen. Aha. Ich glaube, das ist ansonsten nicht zu schaffen, oder? Ich will aber. Na gut, na gut, na gut. Was war das? Die wilde Jagd. Ragnarok. Das Ende der Welt.
Nein, noch nicht. Aber ich muss weg. Sie sind wegen mir hier. Schnell, sitz auf. Ich zeig dir den Weg zum Felsen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Dank mir, wenn wir sicher ankommen. Los jetzt. Ciri, nicht umsehen! Jo. Ist alles scheißegal. Ich reite einfach. Schneller, schneller! Sie holen auf! Autopilot ist hier nicht, ne? Glaub nicht. Ich nehme einfach so noch ein paar Gegner mit. Ausdauer. Ausdauer fehlt ein bisschen. Hier. Ah, oh, geht schon. Halt an! Was? Zeit später. Aha. Ne? Was ist aus dieser Kreatur geworden? Wo ist sie? Wie war mein Donas? Aber er hat sie verkauft. An wen? Weiß nicht. Geh jetzt. Sag's ihnen. Wasch meinen Namen rein. Verschwinde, sag ich. Die ganze Energie von der ganzen Insel aufgebraucht. Ja. Sieht aber schön aus. Was ist mit dem Garten passiert? Was ist denn mit dem Garten passiert? Er ist verwelkt. Ich sagte ja, der Zauber braucht viel Energie. Du wusstest, dass das passieren würde, oder? Hieltest du es nicht für erwähnenswert? Nein, ich wusste, du würdest protestieren. Dein Sinn für Anstand ist hinreißend, aber manchmal auch lästig. Und du so? Yen, geht es dir gut? Jetzt ja. Der Zauber... Stell dir vor, du hättest Kakerlaken im Mund. Oder würdest in Jauche schwimmen. So etwa fühlt er sich an. Ah, dann kann ich mir das vorstellen.
Mitgefühl zeigen können. Ja, nutzt jetzt irgendwie auch nichts mehr. Yen, verschwinden wir von hier. Jetzt sofort. Darum musst du mich nicht zweimal bitten. Der Garten! Unser Garten! Wie konntet ihr nur? Wir helfen euch und ihr... Unfassbar! Ganz ruhig. Wage es nicht, mich zu beruhigen. Wir haben jedes Recht, wütend zu sein. Rasend! Dafür werdet ihr bezahlen. Upsi. Wir hatten keine Wahl. Wir hätten nie erfahren, was mit unserer... Glaubt ihr wirklich, das wäre eine Rechtfertigung? Dass eure Jagd nach einer fremden Frau euch das Recht gibt, unseren Garten zu zerstören? In euren Augen bestimmt nicht. Ich werde überall auf den Skelligen verkünden, was ihr hier getan habt. Halt, das hab nur ich getan. Geralt wollte mich aufhalten. Ich wollte nicht hören. Ich hätte es wissen müssen. Man hat mich vor dir gewarnt. Zauberin! Niemand soll dir die Tür öffnen. Niemand deinen Hunger stillen. Niemand deine Wunden versorgen. Aber es ist ein bisschen Punk. Yen, das hättest du nicht tun müssen. Aber ich wollte es. Ich will nicht drüber reden. Konzentrieren wir uns auf das, was Fjall gesagt hat. Wissen, dass Ciri nicht auf den Skelligen ist? Diese grässliche Kreatur, irgendwie steht sie mit Ciri in Zusammenhang. Der Schlüssel zu Ciri ist dieses widerliche Ding, das Gjall am Strand gesehen hat, glaube ich. Weißt du, ich habe jemanden gesehen, der ganz ähnlich aussah. Wo denn? In Velen, in einer Burg, in der bis vor kurzem ein selbsternannter Baron geherrscht hat. Jetzt hat dort seine rechte Hand das Sagen. Feldwebel Arda. Dann geh hin und hol sie. Egal wie. Kauf sie. Entführ sie. Das Ding ist eindeutig verflucht. Geistig völlig von der Rolle. Kein normales Gespräch wird möglich sein. Jammern hilft nichts. Alles wird gut. Ein Fluch? Bitte. Das ist doch für eine Zauberin und einen Hexer kein Hindernis. Sag mir, meinst du, dass... Nein, schon gut. Was? Also was? Du wolltest mich was fragen. Was war es? Sag mir, glaubst du, dass dieses Ding möglicherweise Ciri ist? Dass sie vielleicht verflucht wurde? Darüber will ich gar nicht nachdenken. Geralt, wir müssen. Vielleicht ist sie es. Soweit ich weiß, hat sie in Novigrad versucht, einen mächtigen Fluch zu brechen. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, kann ich einpacken. Wir müssen tun, was wir können und sehen, was passiert. Interessanter Gedanke. Viel haben wir nicht erfahren. Obwohl wir sicher sein können, dass Ciri nicht mehr auf den Skelligen ist. Und auch nicht in Velen oder Novigrad. Sie ist verschwunden. Schon wieder. Vielleicht sollten wir noch mal durchgehen, was wir erfahren haben. Uns könnte ein wichtiger Hinweis entgangen sein. Ich hoffe, dass das so ist. Ich möchte wirklich wissen, in was sie hineingeraten ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wir holen sie da raus. Gesund und munter, versprochen. Ja, und jetzt? Ciris Spur ins Gellige. Wir sind ihr gefolgt und haben die Möglichkeiten ausgeschöpft. Vielleicht ist es Zeit, aufs Festland zurückzukehren. Wirklich? Vorher, da ist noch etwas. Etwas Wichtiges. Die 50 Fragezeichen? Treffen wir uns in Larvik, in der Kriegerhalle. Reden wir dort. Wir sehen uns in Larvik. Ich brauche etwas Zeit. Ich habe noch etwas zu tun. Ja, sowieso. Können wir das später machen? Tut mir leid, aber ich muss noch etwas erledigen. Tu, was du tun musst. Ich warte eine Weile in Larvik auf dich. Wenn du es nicht schaffst, sehen wir uns in Vysima. Wir schulden dem Kaiser schließlich einen Bericht. Ciri ist unsere Sache. Nur unsere. Mag sein. Aber so war das mit Emhyr nicht abgemacht. Wir müssen ihn aufsuchen. Meint sie das wörtlich, dass sie nur eine Weile wartet? Was sein muss, muss sein. Also schön. Ohne Emhyr und seine Agenten hätten wir nie erfahren, dass Ciri zurückgekommen ist.
Bis dann, Yen. Pass auf dich auf. Warte. Diese Sache in Larvik, die ist mir wirklich wichtig. Ich wäre froh, wenn du dich beeilst. Wetter. Charaktereintrag, na guck. Skian. Passagier. Letzter Wunsch. Hässliche Entlein, was? Okay, ich hoffe, wir haben jetzt wirklich Zeit, Dinge zu machen. Und was ist mit dem Werwolf-Dings? Was war das denn letztendlich? Mann. Hier. Sprich mit Torda über den Fluch. Vielleicht müssen wir erstmal mit ihm reden und erfahren dann, was wir machen müssen oder so. Alter. Würde das ansonsten dran stehen, meinst du? Gut. Eieieiei. Gut. Ja, haben wir das gemacht, I guess. Okay, hier kommen wir immer noch nicht durch. Right. Speichern. Ja. Ich glaube, ich mache dann für heute auch Feierabend. Ich bin ein bisschen durch. Oh. Krass. Na gut, auf jeden Fall haben wir jetzt schon, glaube ich, ein paar Sachen, die uns auch wieder zurückführen werden. Nach Velen und Co. Interessant eigentlich, dass sie jetzt schon irgendwie im Raum steht. Oh, wir müssen da aber nochmal zurück. Na gut, vielleicht werden wir auch noch ein bisschen hin und her reisen oder so. Mal gucken. Gut. So. Aber jetzt erstmal Feierabend. Ist was dran? Hätten wir natürlich schon längst machen können. Gut, aber nichtsdestotrotz, wir sind halt hier vor kurzem angekommen. Boah. Naja, gut. Hätten natürlich auch nicht direkt die Hauptquest weiterverfolgen müssen. Mal gucken, wie und wo und warum es uns noch so rumführt. So, ich gehe noch mal kurz an den Rechner. Bis gleich. Werden wir vermutlich sehen, aber erst in einigen Tagen. Gucken, ob ich Donnerstag tatsächlich einen Stream mache oder so. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen unterwegs sein. Jobmäßig und so. Ja, mal gucken. Es funktioniert. Ich glaube, es ist ein bisschen besser, wenn das Fußding sie so ungefähr auf gleicher Höhe wie die Couch ist. Bei der Rolle ist das nicht der Fall und weiß ich nicht. Ich glaube, so ist besser. Ja.
Es müsste jetzt auch nicht so ein Riesen. So ein Riesenlatschen da sein. Aber naja, eigentlich würde so eine schmälere Bank genügen. Ist aber auch egal. Es geht schon. Oh, boah, ich bin ein bisschen durch. Ja. Gut. Dann machen wir jetzt erstmal Feierabend und dann sehen wir uns bald irgendwann wieder, wenn ich wieder da bin. Oh, danke. Gudi, danke schön fürs dabei gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Schöne Woche. Und dann sehen wir uns bald wieder. Schlaft fein und träumt was Schönes. Ja, gern gedingst. Ja, gerne, gerne. Bis demnächst dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Nach dir.